Moin und Mädel, liebe Leute. Willkommen zurück zu Part 8 dieses Teamspeak-Marathons von 2017. 8,5 Stunden haben wir uns schon gegeben. Ne? Eins utopischer als das andere. Also der letzte Part mit Rainerle zweimal. Einmal undercover mit dem Stimmenverzerrer und einmal mit natürlich kaputten Mikrofon, der dann einfach natürlich nur zugehört hat und dem anderen Nachrichten geschrieben hat. Utopisch. Einfach nur utopisch. Wie gesagt, das muss man eigentlich mal einem Psychologen vorspielen. Oder dem Richter, wie gesagt. Ne? Also, kann mir nicht vorstellen, dass er dann noch Bewährung bekommen hätte. Dieser Mensch gehört einfach eingewiesen oder zumindest in Betreuung. Der braucht einfach einen Betreuer. Der schafft das nicht alleine. Ne? Guti. Damit wir das hier Ganze, ja, meine Güte, damit wir das Ganze jetzt hier mal zu einem Abschluss bringen, ne? Wir haben nämlich noch ein paar Stunden vor uns, geht's weiter. Part 8. Auf geht's, ihr Lieben. Bitte? Ob es okay ist, was ich dich was zu fragen, oder ist nur Lazy Town zugelassen, das Thema gerade? Ich bin hier in den Raum reingekommen, mich geht es gar nichts an, was die gerade labern. Aber wie wollte ich doch bei Laune halten? Mich bei Laune halten? Ja, sonst haust du ja wieder ab, das ist ja nicht gut. Ja, natürlich, da hat er ganz recht. Wenn Rainerle nicht der Mittelpunkt eines Raumes ist, dann ist das für Rainerle uninteressant. Und deswegen beschäftigt er sich dann auch nicht damit und haut einfach wieder ab. Oder bannt halt den Raum, wenn ihm das Thema nicht gefällt. Ne? Das ist auch eine bewährte Methode. Ich bin am Zocken, mich interessiert gerade nicht, was hier abgeht. Tor synchronisiert. Ja, warum bist du dann überhaupt in diesem Raum? Du hast ja aber ich warne dich vorher, ich banne dich auch, wenn du Scheiße machst. Ne? Seht ihr. Wie gesagt, wenn Rainerle nicht das Thema ist, ist er weg oder er bannt. Sollte ich eine Sonderrolle haben, ist mir nicht beziehungsweise klar. Sind ja sogar zu zweit gerade da. Ich meine ja nur, ist eine ganz sachliche Frage, du musst sie ja nicht beantworten. Du hast ja ein Video heute eigentlich vorgehabt hochzuladen, hast dann ein paar Leute vor deiner Tür gesehen, hast beschlossen, nee, das veröffentliche ich nicht. Denkst du, dass solche Kollektivstrafen irgendwas bewirken? Gute Frage. Nach meiner Erfahrung, ja. Mhm. Ja, aber du musst sehen, dass die paar Leute, die du da gefilmt hast, werden jetzt nicht die einzigen sein, die bei dir so rumspringen. Ja, davon gehe ich mal nicht aus. Aber die Leute, die nicht bei dir rumspringen, haben ja keinen Einfluss darauf, ob da jemand bei dir sitzt. Stimmt. Nervt, was auch immer. Und weiter? Und weiter? Ja, das ist deine Antwort, mein lieber Kollege. Na, das ist eine Kollektiv-Gießkannenbestrafung und dann sagst du immer, man soll sich bei denen bedanken, aber wir kennen die ja gar nicht. Gib mir eine bessere Lösung. Ja, nicht deine Drachis bestrafen. Wie wäre es mit der Lösung? Einfach dein Ding machen. Du hast ja immer gesagt, du lässt dich zunächst. Mach ich. Ich mach, ja richtig, ich mach mein Ding. Und weiter? Ja, aber du lässt dich ja sehr stark dadurch beeinflussen. Das ist nicht. Es ist Ding. Meine Entscheidung. Es ist meine absolut. Entscheidung, wie ich meine Videos hochlade und ob ich meine Videos hochlade. Ja, Rainer. Beeinflusst durch die Leute, die vor deinem Tor stehen, ja, auf einer öffentlichen Straße stehen. Ja? Beeinflusst dadurch. Also ist das nicht deine Entscheidung, sondern diese Leute haben es eigentlich geschafft. Dass du nicht dieses Video hochgeladen hast. Sie haben genau das geschafft, was sie wollten. Dich zu triggern. Ja, und dementsprechend ist es auch. Und dementsprechend ist es auch meine Entscheidung gewesen, ob ich das mache oder nicht. Ich lasse mich doch gar nichts beeinflussen. Ich habe 6 Stunden Arbeit in das Video gesteckt. Ich lasse mich durch gar nichts beeinflussen, ja. Aber natürlich, genau das ist es doch. Das habe ich vorhin schon gesagt, hier gerade im Raum. Ich habe 6 Stunden Arbeit in das Video gesteckt. Ich sehe es einfach nicht ein, das jetzt hochzuladen. 6 Stunden Arbeit in ein Video gesteckt. Super, Rainer. Und es ist trotzdem wahrscheinlich absoluter Müll. Weil meine Ansicht so ist, wie sie ist und dadurch hat sich die Sache. Wenn jemand damit nicht klarkommt, ist das nicht mein Problem.
Das war ja überhaupt nicht mein Punkt, zu sagen, hey Drache, du musst das jetzt hochladen, oder... Habe ich auch nicht behauptet, oder? Ja, ich weiß, ich will es nur klarstellen, dass es jetzt nicht darum geht, zu sagen, es gäbe hier was objektiv Richtiges oder Falsches. Ich finde halt nur in dem Moment, in dem du sagst, oh, ich wollte eigentlich hochladen, aber da saß jetzt jemand, deswegen lade ich es nicht hoch. In dem Moment hast du dich dadurch die Hater quasi beeinflussen, manipulieren lassen. Nicht er ist besiegt. Gewollt, aber das ist... Im Gegenteil. Im Gegenteil. Doch beeinflusst sogar ich die Hater, nicht andersrum. Sicherlich, Rainer. Inwiefern? Weil du dein Video nicht hochgeladen hast, aber das ist doch genau das, was die Hater wollen. Oder was wir wollen. Du sollst keine Videos mehr machen. Und dann lädst du es nicht hoch, wenn da Leute auf einer öffentlichen Straße stehen? Du Mastermind. Erklär mir mal, wie das Manipulation der Hater ist. Ja, wenn du meinst. Also ich sehe es halt anders, aber gut. Ich glaube, da 99%, 99% der 100% Hater sind... 99% der 100% der Hater. Okay. Ja, okay. Und auf der Art und Weise da, dass die sehen wollen, wie es weitergeht. Die wollen weitere Videos sehen, die wollen sehen, dass ihr Matt weitergeht, die wollen ihr Drachengame weiter spielen und so weiter und so fort. Nein. Ich will, dass du die Konsequenzen für dein Handeln spürst. Das will ich. Es kann nicht sein, dass du mit all deinem Quatsch, den du da machst, auch so durchkommst. Ne? Jeder normale Mensch, der keine Steuererklärung macht und die machen müsste, wird vom Finanzamt aber sowas von nackig gemacht. Ne? Und zahlt horrende Strafen. Aber nicht der Rainerle, Rudi sein Buhr. Nicht. Jeder, der auch nur irgendwie entfernt irgendwo ja jemanden attackiert, ne, im Streit oder was weiß ich, der kriegt sofort eine richtige Strafe. Aber Rainerle, ein Klaps auf die Finger und zwar immer, immer, jetzt schon wieder, nur Bewährung. Und dann ist er draußen und rast trotzdem mit dem Auto irgendwo gegen eine Parkbank und ja, attackiert irgendwelche Menschen auf öffentlichen Straßen. Gut, hat er jetzt tatsächlich endlich mal eine sowas wie eine Art Konsequenz, eine MPU, der Führerschein ist weg, Gott sei Dank, ne? Es ist endlich mal so, dass Rainerle auch ein bisschen Konsequenzen spürt. Aber trotzdem. Es kann nicht sein, dass du so quasi mit allem durchkommst, was du so machst. Aber es bessert sich. Also, die Medien merken langsam, hey, das ist gar nicht so das Mobbing-Opfer, wie es immer dargestellt wird. Obwohl sie dir auch ganz gerne nach dem Mund reden, ne? Verstehe ich auch nicht, warum die da nicht mal tiefer bohren. Und dadurch, dass dieses ganze Scheiß im Real Life abgeht, oder was hier im Real Life abgeht, und dadurch, dass das keine Videos mehr kommen, bekommen die auch keinen Matt mehr. Hm. Heißt im Klartext eigentlich nur, wenn ich denen das Matt klaue und wegnehme, dann können die auch nicht, dann werden die auch früher oder später aufhören mit ihrer Scheiße. Ja, Rainer, wenn du aufhörst, Videos zu drehen, Videos hochzuladen oder irgendwie Streams tätigst, ne? Oder irgendwie rausgehst und die Leute bepöbelst und anschreist, dann wird sich das auch legen. Da stimmt. Stimmt, Reinhard. Dagegen kann ich nichts sagen. Wirklich. Du hast es eigentlich kapiert. Das einzige Problem ist natürlich, die Sache mit den Hatern oder deine Beziehung mit den Hatern, das generiert halt Klicks. Ne? Warum auch immer. Ich verstehe nicht, warum die Leute auf deinen Kanal gehen. Aber gut, das generiert Klicks, du bekommst dadurch Einnahmen. Und das ist dein Lebensunterhalt, den du so verdienst. Aber dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben, ja. Und nach meiner Erfahrung, und das habe ich gerade schon gesagt, nach meiner Erfahrung ist es weit besser geworden als zu dem Zeitpunkt, als ich ganz normal weitergemacht habe. Mhm. Also ich kann verstehen, dass du nicht zu Hause besucht werden willst. Ich war auch noch nie bei dir. Aber ich kann auf der anderen Seite auch sagen, dass das glaubst du, dass so ein Imp oder ein Dorian oder sonst wer, dass die
nicht einfach warten, bis du wieder was machst. Also, dass sie das groß kümmert. Wenn Imp und Dorian etwas macht, dann wird der Großteil der Hater-Community dann sich gegen die stellen. Weil die ja wollen, dass wieder was kommt. So ein Quatsch, Rainer. Du vergisst, dass die ganzen Hater nebenbei auch ein ganz normales Leben führen. Ja? Wenn du heute aufhören würdest, dann mache ich diesen Kanal zu und fertig. Das war's dann. Und ich lebe mein Leben weiter. Ich suche mir ein neues Hobby. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich dann mache, aber irgendwas. Aber ja. Wir sind doch hier nicht in Lauerstellung, dass du irgendwas raushaust. Dementsprechend werden die sich da ganz gewaltig hüten, was zu machen. Ich hab was anderes gemeint. Ich meinte, du hast ja gemeint, du ärgerst die Leute so ein bisschen damit, weil die nicht bekommen, was die wollen. Aber denkst du, dass das so den harten Kern wirklich groß juckt, dass sie nicht einfach warten, bis wieder was kommt? Also die werden, glaube ich, nie aufhören. Auf so ein paar Casual. Okay, dann pass mal auf. Pass mal auf. Was genau will ich mit meinen Videos, dass das nicht mehr ist? Was genau will ich bewirken? Darf ich das mal kurz beantworten? Ich würde sagen, also du kannst ja natürlich was anderes sagen, aber ich würde sagen, du möchtest dich im ersten halt selbst verwirklichen, dadurch, dass du diese Videos machst. Das habe ich nicht gemeint. Ja, aber das wäre tatsächlich eine der richtigeren Antworten gewesen, Rainer. Also, dass du dich selbst verwirklichen willst. Das würde ein normaler Mensch wahrscheinlich sogar sagen, ja. Aber nicht Rainer. Rainer hat etwas anderes im Sinne, was seine Videos bezwecken sollen. Und das hören wir uns jetzt mal an und ich bin gespannt. Was, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, was genau bewirke ich damit? Oder was genau ist mein Ziel mit der Bewirkung, dass ich die Videos nicht hochlade? Deshalb. Du hörst ihm nicht zu. Dass ich sie nicht hochlade. Es geht darum, dass er den. Jetzt hör doch mal auf, Ruhe. Erzähl doch einmal kurz ruhig. Was genau bewirke ich mit der Tatsache, dass ich die Videos nicht hochlade im Moment? Ja, dass es ruhiger wird um dich. Ne? Dass die Leute das Interesse verlieren könnten an dir. Weil wenn du nichts machst, kommt halt auch nichts zurück. Und eigentlich wäre das, ja, das Perfekteste. Also. Es hat ein einziges Ziel. Nur ein einziges. Mhm. Und es ist nicht das Ziel, dass die Hater aufhören zu haten. Ach so. Also, was bewirke ich damit? Aber hattest du gestern keinen Besuch? Also, bewirkt es das, was du willst? Gestern, ich habe schon Besuch gehabt, aber nicht so viel, wie ich normalerweise haben könnte. Okay. Und genau, das ist der Punkt, um den es mir geht. Aber ich will berücksichtigen, dass die Ferien jetzt vorbei sind, bundesweit, nicht? Also nee, stimmt gar nicht. Das Sommerloch ist vorbei. Nicht bundesweit, aber ich glaube in manchen, ich weiß es gar nicht, bin da nicht so drin. Sommerferien vorbei. In Bayern sind gerade Sommerferien. Okay, in Bayern, aber in vielen... Ganz September, bis September ist noch Ferien. Ich glaube sogar die erste Woche September ist noch Ferien. Ja, pass auf, ich verstehe ja, was du meinst. Das ist jetzt auch nicht wirklich hochkompliziert. Ne? Was ich sagen wollte, ist, dass du vielleicht so die neu dazugestoßenen, auch etwas jüngeren Leute mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne, dass es die bestimmt langweilt und die dann weggehen. Aber es gibt ja Leute... Interessiert mich nicht. Nee, das ist ja doch dein Ziel, dass das aufhört, hast du ja gesagt. Also ich glaube, bei denen erreichst du das Ziel vielleicht. Aber bei den Leuten, die vielleicht länger dabei sind und die dich quasi auf so eine schräge Weise ins Herz geschlossen haben, da glaube ich, bringt es gar nichts. Dann haben sie Pech gehabt, dann wird es nie wieder Videos geben. Das ist nicht mein Problem. Oh, das wäre schön. Reinalde, hör doch einfach auf. Bimmst du dann einfach nur? Du hast recht, das ist nicht direkt dein Problem. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat, ursprünglich hat dir YouTube ja mal was bedeutet. Und also ich finde, man sieht in den früheren Videos, auch wenn auch wenn du sagst, du schämst dich teilweise für die, finde ich, merkt man, dass da viel Herzblut drin war. Und du kannst jetzt sagen, aber ich glaube es in dem Fall dann nicht, wenn du sagst, dass es dir nicht auch ein bisschen wehtut, drauf zu verzichten. Ich glaube dir, dass du die Nase voll hast. Ich verzichte doch gar nicht auf YouTube. Was redest du denn da für ein Schwachsinn? Naja, aber du machst jetzt was anderes als vorher. Ich habe schon immer Gaming gemacht. Aber du machst nicht mehr etwas, was dir vorher mal viel bedeutet hat, oder? Der Metal, meint er wahrscheinlich, ne?
die Metal-Videos fehlen. Willst du es abstreiten? Dass dir. Ja, das streite ich ja, weil ich weiß nicht, was du meinst. Du hast die Formate. Ich habe irgendwann mal angefangen damit und habe eigentlich meine Videos für meine Freunde und für meine Arbeitskollegen gemacht. Ja, mehr und nicht weniger. Und YouTube war für mich eigentlich nie mehr als ein Zeitvertreib. Angefangen, dass ich damit Geld verdiene, hat es dann später erst. Und dadurch habe ich ehrlich gesagt immer weniger Interesse an YouTube gehabt. Irgendwann habe ich angefangen, nur noch Videos zu machen, weil ich die Kohle brauchte, weil ich die Kohle verdienen wollte und das war's. Nein, du, ich wollte gar nicht aufs Geld hinaus. Also das verstehe ich, dass das irgendwie so eine... In dem anderen Part, den wir gehört haben, ging es darum, dass dir das Geld vollkommen egal ist, Rainer. Und jetzt sagst du, ja, dass du Geld verdienen willst. Komisch. Aber ja, es ging immer nur ums Geld. Wie gesagt, sobald Rainer gesehen hat, ich kann damit ja ein bisschen Geld verdienen. Und es ist so einfach. Ich muss nicht zur Arbeit gehen. Ich muss nirgendwo hingehen. Ich habe keinen Chef über mir, der mir irgendwas sagt. Ich bin mein eigener Chef. Und ja, da ging es los. Hat Rainer den Job geschmissen. Beziehungsweise wurde er sowieso rausgeschmissen aus allen Zeitarbeitsfirmen, die ihn damals beschäftigt hatten. Und hat sich gedacht, ja, dann setze ich mich jetzt hier auf diese Couch. Stehen die wieder auf und mach Videos. Ja. Das dann aus so einem Hobby, was er was ich hab, es geht nicht um das Geld, es geht nicht um das Geld und darauf. Nee, du verstehst mich falsch. Die Kernaussage war doch nicht das Geld gerade. Nein, dass es dir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, das habe ich schon verstanden. Ja. Also ich glaube, wir meinen schon dasselbe, wir drücken uns vielleicht ein bisschen unterschiedlich aus einfach. Nee, aber weißt du, worauf ich hinaus wollte? Waren so, früher hast du halt viel. Früher war alles mal anders, bei jedem. Ich will dich auch wir alle entwickeln uns weiter. Lass mich nochmal ausreden. Ich will dich nicht zurückpressen in diese Form. Ich will nur sagen, früher hast du andere Sachen gemacht. Diese Sachen machst du nicht mehr. Das kann sein, dass du einfach eine andere Richtung eingeschlagen hast. Dann ist das deine Entscheidung. Es kann aber auch sein, dass du, weil das Ganze eben so eskaliert ist, sage ich mal, die auch der Spaß verdorben wurde an etwas. Und dann Blödsinn. Siehst du nicht Blödsinn. So. Ja, Rainer, deine Gaming-Videos, die will halt niemand sehen. Kein Mensch interessiert sich für dein Gaming. Das ist einfach nur langweilig. Du bringst da nichts rein, da ist keine Unterhaltung von dir drin. Das ist, kann ich mir eigentlich auch nur ein Video von diesem Spiel ansehen, so ein Walkthrough. Es ist bescheuert. Diese Time of Metal, die du damals gemacht hast, die hatten ja zumindest noch so ein bisschen, ja, leer, will ich jetzt mal behaupten. Du warst ein Dulli, der angefangen hat mit YouTube. Und wenn du halt nicht so unfassbar unsympathisch gewesen wärst und immer diese Maske aufgehabt hast, dann hätte das vielleicht auch was werden können. Dann wärst du ein, ja, ich will sagen, nicht sympathisch, aber ein Dulli gewesen, der einfach so Metal-Videos gemacht hat in seinem Metier und damit vielleicht ein bisschen Geld verdient hätte. Aber du bist halt unsympathisch wie sonst was. Und alles, was du anfässt, ist natürlich Gold. Alles, was du produzierst, ist Gold. Und das musst du jedem mitteilen. Früher stand ich irgendwann mal auf Käse, heute stehe ich auf Schinken. Früher stand ich irgendwann mal auf Pokémon, jetzt stehe ich auf Digimon. Das entwickelt sich alles irgendwann weiter. Klar, das ist ich ja. Ich mache YouTube immer noch gerne, aber ich mache eben nicht mehr das, was ich früher gemacht habe, gerne. Jetzt habe ich ein Video gemacht, wo ich sogar genau das, worüber wir gerade reden, genau das habe ich in dem Video sogar im Prinzip, auch wenn ein bisschen umständlicher, erklärt. Okay. Ja, gut. Das Video, was du nicht hochgeladen hast, oder was? Darauf referierst du jetzt gerade. Wie soll er das wissen? Du hast das Video doch nicht hochgeladen. Also wenn du sagst, es ist einfach deine eigene Entwicklung, du willst jetzt diese Let's Plays machen, das macht dir mehr Spaß als das, was du früher mal gemacht hast, dann ist es ja auch in Ordnung. Das ist ja dein Kanal und deine Richtung. Wie ich schon sagte, ich habe schon immer Gaming gemacht. Ich habe mit dem Gaming etwa ein halbes Jahr, nachdem ich mit YouTube angefangen habe, auch angefangen. Und ich habe schon immer Gaming gemacht und okay, Gaming war auch schon immer etwas.
Gaming. Doch, doch, doch. Es war sogar ein viel größerer Schwerpunkt tatsächlich. Ich dachte, es ging immer nur um Metal. Du wolltest Dance-Videos, Headbang-Videos und Metal-Videos produzieren. Für deine Freunde und Familie. Die du nicht hast. Warum du nicht einfach den anderen Account umfunktioniert hast mit den vielen Abonnenten? Geht doch den harten Weg. Ja, Rainer geht den harten Weg. Den schweren Weg. Ne? Hä? Vor allem, das soll ich irgendwie selbst erklären. Der mit den vielen Abonnenten, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gespammt werden mit irgendwelchen. Es geht nicht darum. Das ist einfach, weil ich Themen unterscheide. Ja, du hättest irgendwann will ich vielleicht auf dem Hauptkanal. Nein, es geht nicht um das Umbenennen. Das ist kein Gaming-Account und das würde auch nie sein. Das ist der Hauptkanal, das ist YouTube-Kanal. Das geht ja nicht um aber Gaming. Du hast ja quasi runtergefahren, deswegen, wenn du jetzt in eine neue Richtung gehst, ja. Es wird auch niemals da Gaming geben, weil es kein Gaming-Account ist. Da bist du halt prinzipientreu, kann man sagen. Ja, und warum überrascht dich das jetzt? Warum bist du eigentlich so unsympathisch, Rainer? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also wirklich, diese zwischenmenschliche Kommunikation, die fehlt dir völlig, ne? Du weißt einfach nicht, wie man ein normales Gespräch führt. Du bist immer in der Defensivhaltung und willst dich erklären. Aber einfach mal so ein Austausch von Meinungen, das findet bei dir ja nicht statt. Du beleidigst immer die Leute direkt und schalt doch mal dein Gehirn ein. Verstehst du es nicht? Und weiter? Na, ich habe nur gefragt. Das ist Ich verkaufe Hatern seit 2 Jahren keine Poster. Warum verkaufe ich Hatern seit 2 Jahren keine Poster? Weil ich Prinzipien habe und ich halte mich an meine Prinzipien. Na, wie unterscheidest du da? Also, wie hat er da unterschieden bei Leuten, die beim Posterverkauf waren, ob das Hater sind oder nicht? Ja gut, wenn die Aussagen getätigt haben, aber an sich haben die ja jetzt kein Button oder so, woran man das erkennt. Ich bin a Hater. Ich bin a Hater-Button. Neues Geschäftsmodell, vielleicht. Ich verkaufe seit über einem Jahr Poster. Du verkaufst ihn, obwohl Nachfrage ist. Nicht, das kommt jetzt nicht auf den Zeitraum an, ich verstehe das schon. Meine Güte, diese Hintergrundgeräusche. Nee, ich weiß schon, du hast da Prinzipien in der Hinsicht, ist mir schon klar. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich überrascht wäre. Ich habe einfach nur deine Motivation erfragt. User disconnected from your channel. Weißt du, was seit 5 Jahren witzig ist? Na. No. Raus. Man kann mich einfach nicht einschätzen. Naja, Rainer, doch, man kann dich schon sehr gut einschätzen. Wobei du auch immer so fragwürdige Dinge tust, kein Mensch versteht. Ne? Irgendwelche Lügen, die du raushaust, obwohl es klar offensichtlich ist. Aber du bist halt ein, 15-Jähriger, gefangen im Körper eines, was warst du damals, 28? Ja, immer einmal mehr als das Jahr, genau, stimmt. Also eigentlich 18, aber gut. Ja. Aber an sich kann man dich schon sehr gut einschätzen. Keiner hat wirklich verstanden, wer ich bin, obwohl ich in den letzten 5 Jahren so viel zu tun hatte mit Leuten und alles. Oder die Leute geglaubt haben oder glauben, dass sie mich einschätzen können. Ja, wir kennen ja auch nur 2% deines Lebens. Wirklich. 5 Jahre und die Leute haben nichts verstanden. Mhm. Irgendwie ist es traurig. Ach so. Oder ein Kompliment. Sehe ich nicht als Kompliment, ich sehe es eher traurig. Das zeigt nämlich, dass die Leute mir überhaupt nicht zugehört haben. Ja, oder vielleicht verstehst du es ja nicht, Rainer, wenn jeder irgendwas anderes sagt. Also, nee, jeder sagt dir etwas, aber du sagst immer das andere. Vielleicht sind dann nicht die anderen alle falsch, sondern vielleicht bist du ja derjenige, der falsch liegt. Aber das willst du ja nicht sehen. Wenn ich nach Hause komme und ich sage, alle waren Arschlöcher, die da draußen sind, ne? Vielleicht waren ja nicht alle Arschlöcher, vielleicht bin ich ja das Arschloch, das da rumläuft. Und die Leute spiegeln halt gerne.
Verhalten. Deswegen hast du ja auch so viele Hater. Weil die spiegeln ja nur dein Verhalten. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es ja auch wieder heraus. Ja, oder das finde ich schon ein bisschen schade. Oder dass es einfach ein Kommunikationsproblem gibt zwischen dem, was du sagen willst und was verstanden wird. Hm. Und dann kann man ja untersuchen, an welcher Seite liegt das Problem. Ich würde behaupten, auf Reinerles Seite. Aber das ist nur meine Meinung. Könnte auch damit zusammenhängen, dass wenn man das auf eine Waagschale legt und der Autonormal-User auf dich halt stößt und dann findet er die, und kannst du nicht bestreiten, die negativen oder negativ aufgefassten Dinge, die es halt über dich gibt. Und dann sieht er vielleicht 2, 3 Videos, wo du halt was Positives sagst, aber die überwiegen ja nicht bei dem, was man halt findet, wenn man dich sucht. Hm. Ja. Naja. Wenn jemand sich eine Entscheidung daraus macht, wie nur weil er 2 Videos gesehen hat, die noch nicht einmal original sind oder so. Das hat er nicht gesagt, Rainer. Er hat gesagt, er sieht die negativen Dinge, die du tust. Er hat nicht mal gesagt, dass das Hater sind, also Hater-Videos. Sondern hat gesagt, man sieht die negativen Dinge, die du so tust, und dann vielleicht 2 positive. Aber die negativen überwiegen dann halt. Ja. Aber du hast natürlich sofort verstanden, Hater-Videos, die stellen mich ja immer falsch und in einem schlechten Licht da. Und meine Videos, die man sieht, die sind ja alle ausnahmslos gut und positiv. Und bei denen offensichtlich ist, dass es Hate ist, dann tut es mir leid, aber dann kann ich den Menschen auch nicht helfen. Okay, gut, lass mich da mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal, sagen wir, ne, das ist der Klassiker, das Lustlord-Video. Ne? Und du kannst ja nicht sagen, dass das nicht also umstritten ist. So, ne? Sowas stellt man für gewöhnlich nicht ins Internet. Und ja, dann guckt sich das jemand an und denkt sich halt dann, ne, seinen Teil. Ich bin gespannt, wie Rainer darauf reagiert, denn es ist kein Hater-Video, was der gute Mann hier angesprochen hat, sondern ein Video von Rainer selbst. Und ja, die positiven Dinge, die kommen dann halt einfach auch nicht zum Vorschein, die du halt gerne vermitteln möchtest. Ja, und du bildest dir nach einem Video eine Meinung über jemanden, okay? Ja, also kann ich, denke ich, ganz gut machen, je nachdem, wie lang dieses Video auch ist. Aber für jemanden, der dich wirklich gar nicht kennt und der als erstes dieses Lustlord-Video sieht, diese arme Seele, die wird wahrscheinlich angewidert weglaufen. Hoffentlich. Aber man bildet sich viel schneller. Halte ich generell für eine törichte Sache, wenn man sich so schnell eine Meinung bildet. Aha. Aber auch über das Thema habe ich tatsächlich in dem Video gesprochen. Dann lad doch mal dieses Video hoch. Anstatt zu sagen, ja, da habe ich drüber gesprochen. Also müsst ihr euch das Video ansehen. Ja. Aber ich finde es erstmal, also ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man sich schnell ein Urteil bildet und auch Vorurteile hat. Das ist nämlich menschlich. Man muss halt nur bereit sein, dieses Urteil, sage ich mal, auch wieder über den Haufen zu werfen. Mhm. Ja. Zu hinterfragen und so. Also ich glaube, jeder von uns urteilt sehr, sehr schnell, wenn du dich auch selber hinterfragst. Also du kannst ja nicht neutral sein, ich habe keine Meinung zu einer Person, das geht eigentlich gar nicht. Nee, das geht tatsächlich nicht. Also jeder beurteilt einen Menschen innerhalb von ein paar Sekunden natürlich. Und ja, das ist halt menschlich, macht jeder. Aber dann natürlich sein Urteil auch zu hinterfragen und dann, ja gut. Die meisten Menschen sind ja dann auch kommunikativ und reden miteinander. Und dann entwickelt sich ja eine Beziehung und dann merkt man ja auch, wie ist dieser andere Mensch drauf? Passen wir miteinander oder wird das nur ein Kumpel, wird das tatsächlich ein Freund und was weiß ich nicht alles. Ne? Ihr wisst, wovon ich rede. Es ist eine ganz normale zwischenmenschliche Beziehung. Aber Rainerle, der ist ja sofort immer auf 180. Und der kann einfach auch nicht mehr zwischenmenschlich kommunizieren. Der weiß gar nicht, wie man normal mit anderen Menschen redet. Das weiß der einfach gar nicht. Er hat ja auch niemanden gegenüber. Der sieht ja auch gar nicht die Mimik von diesen Leuten. Wie die reagieren auf Aussagen oder ähnliches. Das weiß der gar nicht. Und der lebt in seiner kleinen Blase. Und das alles, was er da aus zwischenmenschlichen Kommunikation rausnimmt, ist
irgendwelche Stimmen aus dem Internet und ja, Anime-Videos, wo er sagt, ah, ich habe, was war das? Naruto als Vorbild. Ah, ich bin ja so wie Naruto. Alle hassen mich und dann bin ich aber eigentlich super stark und ja. Ja, das geht für die meisten Menschen nicht, aber für mich schon zum Ja, aber Beispiel. genau. Ich bilde mir erst eine Meinung, ich bilde mir grundsätzlich eine Meinung über Leute, wie sie handeln. Oder wie ich sie kennenlerne, oder wie das alles läuft. Aber du beurteilst, also davon geht man ja heutzutage aus, dass man, also dass der Mensch einen anderen Menschen beim ersten Blickkontakt, lass mich nicht lügen, meine in den ersten 3 oder 10 Sekunden, ich weiß nicht genau, dass da schon im Endeffekt die Richtung vorgegeben wird, in das Gespräch entwickeln wird, das du mit ihm eventuell führst. Ja, und Weil, nicht. ja, das ist normal, hätte ich gesagt. Das ist halt aus der Erfahrung ergeht das halt so. Je nachdem, wenn man halt solche Leute hat. Natürlich versucht man immer mit den Leuten neutral anzufangen, aber man ist ja schon ein bisschen länger auf dieser Welt eventuell und hat eventuell schon Erfahrungen, wie wenn halt jemand aussieht, wie er aussieht, dann und Erfahrung mit diesen Leuten gemacht hat, die so aussehen. Ich meine, nee, lassen wir ihn mal weiterreden. Ihr erinnert euch, dass ich gerade gesagt habe, dass ich, warte, wie habe ich es ausgedrückt? Dass ich glaube, dass mich die Menschen, dass die Mehrheit der Menschen oder alle Menschen mich nicht wirklich verstanden haben. Ich erkläre das jetzt mal ein bisschen genauer. Und zwar ist der Witz daran nämlich der, Der Witz ist. Autsch, Hilfe, ist der Witz daran nämlich der, dass ich kein normaler Mensch bin. Man kann Nein, mich du nicht. bist was ganz Besonderes, Rainer. Und mit ganz besonders meine ich, ja, ihr wisst es. Beurteilen, weil ich nach keinen Regeln spiele. Ich bin weder nach irgendwelchen Regeln. Ja, lach du ruhig. Ja, klar, mache ich, Rainer. Keine Sorge. Klar, du spielst nicht nach irgendwelchen Regeln, aber du möchtest dann auch nicht mit den Konsequenzen leben. Also diese Welt funktioniert halt nur mit Regeln. Wir sind eine Gesellschaft, eine soziale Gesellschaft, die miteinander auskommen muss. Und die Leute haben sich halt auf Regeln verständigt, die so eine zwischenmenschliche Beziehung, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, ja, damit wir miteinander leben können. So wollte ich das sagen. Ganz einfach. Es gibt Regeln, damit wir miteinander leben und auskommen können. Aber die ignorierst du. Und erwartest natürlich, dass jeder dich versteht, jeder dich mag und dir Geld gibt. So einfach. Ich bin weder nach irgendwelchen Regeln, wie heißt es? Ich überlege jetzt gerade, wie ich das Wort richtig setze. Ich bin weder nach User was moved out irgendwelchen of your channel. Regeln, ich habe den Namen weg, ouch, jetzt bin ich tot. Vielleicht, dass du so Normen nicht so entsprichst. Nee, es hat User nicht einmal was was moved mit to your Normen zu channel. tun. Ich denke auf einer ganz anderen Art und Weise. Ich handle auf einer ganz anderen Art und Weise. Ich beurteile Menschen auf eine andere Art und Weise wie die Aber was ist Mehrheit. das? Ach, Rainer wäre so gern besonders, ne? Oder Woher das. weißt du es? Wo ich das weiß, das sehe ich jedes Mal. An jeder Handlung, die die Leute machen. Seien es jetzt Zuschauer, Hater, normale Leute, Freunde, Fans, keine Ahnung. Egal wer, ob es Freunde, Familie, Zuschauer sind. Irgendwelche Leute, die ich wildfremd auf der Straße sehe. Also du fremdelst auch ein bisschen mit deinem Mitmenschen, könnte man sagen. Halte mich für jemanden. Und ja, ihr dürft mich gerne arrogant nennen in dem Fall, weil in dem Fall bin ich es weiß tatsächlich auch. Ich denke, es gibt keinen Menschen wie mich. Doch, 100 pro. Irgendwo gibt es immer solche Leute, die sich für was Besseres halten, einfach nur Geld kassieren wollen, weil sie existieren. Doch, natürlich gibt es mehr wie dich, Reinalle. Ja, hundertprozentig. Aber das trifft Und ja ich rede nicht. Aber Gott sei Dank nicht so viele. nicht nur von meiner. Na, nee, nicht ganz. Ich rede nicht nur von meiner Persönlichkeit. Sondern. Von mir. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Es gibt.
Ja, gut, Rainer, wenn du das so sagen willst, klar bist du als Person einzigartig. So wie jeder andere auch. Keinen Menschen wie mich. Also meinst du, Aus. aber es gibt auch keinen Menschen wie mich oder wie Helmut oder wie Cosmo. Nein, ich meinte damit, dass man man kann meine, Na. Ich wie kann ich dir. gesagt habe, die Tatsache, dass ich niemanden verurteile. Ich verurteile niemanden vorschnell und ich beurteile niemanden vorschnell. Ich beurteile jemanden erst, wenn ich ihn kenne, und ich habe auch keine Meinung zu jemanden, den ich nicht kenne. Es wird nie passieren, außer bei Hatern, weil ich das halt da absichtlich mache. Das stimmt doch gar nicht, Rainerle. Du vorverurteilst sofort Leute. Es gibt genug Videos, wo einfache Menschen auf dieser öffentlichen Straße bei Altschauerberg sind und du die einfach nur anpöbelst. Sogar irgendwelche Fahrradfahrer, die damit gar nichts zu tun haben, schreist du an. Von wegen irgendwelche Vorverurteilungen. Sofort. Es tut mir leid, Rainer, aber du bist teilweise auch nur ein 0815-Mensch. Du bist nichts Besonderes in dem Fall. Aber, oder wenn sie vor meiner Tür stehen halt, aber es wird niemals passieren, dass ich mit einem Menschen rede und nach einem Tag oder nach einem Gespräch von einer Stunde oder was sagen werde, dass ich diesen Menschen mag oder nicht mag oder sonst was. Natürlich. Also er möchte sich natürlich wieder interessant machen und als was Besonderes darstellen, aber natürlich wird er nach einem Gespräch mit einer Stunde schon eine Meinung haben zu diesem Menschen. Selbstverständlich, hat jeder. Ja? Und ich wette, wenn man das 2 Tage später, wenn man würde eine Stunde mit Rainerle reden und ihn dann fragen, was hältst du eigentlich von mir? Dann würde er sagen, ja, ich mag dich oder ich mag dich nicht. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er dann schon wieder vergessen, was er jetzt labert. Sag Was einfach, meinen die? okay, wir hatten ein Gespräch und sowas, aber ich Oh. habe keine Meinung dazu. Aber du Und hast zwar in Leuten keiner Art deine. und Weise. Aber Ja, Rainer, du sicher. hast jetzt. Ich nimm es bitte nicht böse, aber du hast Leuten deine Liebe gestanden, die du nicht richtig kanntest. Dieser Mensch ist schlau. Dieser Mensch ist schlau. Ja, hat Rainerle gemacht. Innerhalb von ein paar Stunden teilweise. Weiß gar nicht, das war Cola-Bärchen, glaube ich. Nach ein paar WhatsApp-Chat-Nachrichten hat er geschrieben, ah, jetzt sind wir ja zusammen, oder? Dann kann ich ja meinen pH-Status ändern. Auf in einer festen Beziehung. Utopisch. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Ja, aber das zeigt doch, dass du da ein Also pass Urteil mal auf, getroffen hattest. wie lange kannte ich sie? Woche? Das ist gar nicht der Punkt, Rainer. Du Kannte ich kanntest sie sie nicht keine Woche? Ich richtig. kannte sie ein paar Monate. Ja, richtig. Warum kannte ich sie nicht richtig? Kannst du mir das mal sagen? Ja, weil sie dich verarscht hat von vorne bis hinten, klar. Richtig. Das Ich heißt, ja, kannte sie. aber es Ich ist ja noch kannte mehr sie. Das drüber. Problem daran ist, jetzt hört mir halt mal zu, bevor du mich unterbrichst. Ach, einer. Ich kannte sie. Das Problem daran ist nur, dass ich nicht die Person kannte, die sich mir vorgestellt hat. Also Also die ganz dann kurz letzten mal. Endes den Antrag abgelehnt hat. Ganz Es war kurz eine mal. andere Person als die Person, die ich kannte. Deutsche Diskussionskultur, ne? Also wir müssen das ja auch nicht jetzt schon wieder so emotional aufflammen lassen, sondern ne, lasst uns mal alle versuchen, dass wir da nicht so. Ah, nicht schlecht. Also, er ist einer der vernünftigeren Menschen. Ich meine es auf Wollte keinen ich Fall sagen. böse. Ich glaube, wir haben einfach Das ein hat paar auch überhaupt nichts. Definitionsschwierigkeiten oder sowas. Das ist einfach alles. Das Das hat wird Worte überhaupt nichts einfach mit nicht stimmen. irgendwelchen. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun. Emotionen. Eine Definition meine ich jetzt nicht Ich ganz. kannte die Person. Ich rede eigentlich von dem anderen gerade. Okay. Ich kannte die Person Julia. Das war die Person, die ich kannte. Ja. Aber die Person, die ich kannte, hatte zum Beispiel. Die mochte zum Beispiel einen Film. Ja. Die andere Julia, von der weiß ich nicht, ob sie den Film mag. Ich weiß nicht mal, ob sie den Film kennt. Bla. Ja? Sie kannte den Namen, weil man darüber gesprochen hat und bla, was sonst was. Und genau davon rede ich. Ja? Die Person, der ich den Antrag gemacht habe, die kannte ich. Die Person, die den Antrag abgelehnt hat, die kannte ich nicht. So ein Quatsch. Rainerle, diese Person, der du den Antrag gemacht hast, die hat einen Tag vorher sich noch einen Hater-Song gewünscht bei dir im Stream. Also die Anzeichen waren da. Jeder hat es dir gesagt.
Du Spinner. Genau das habe ich gemeint. Entschuldigung, aber also dass jemand einen Film kennt oder was, ne? Ich könnte dir auch sagen, welche. Das war nur ein Beispiel. Das ist, ich habe das schon verstanden. Sie hat mir gesagt, dass sie den Film mag. Und daraufhin habe ich gewusst, den Film mag sie. Dadurch entsteht eine Bekanntheit. Oder ein Vertrauen. Ich kenne die Person, weil ich weiß, die mag den und den Film. Darum. Eine Beziehung, Rainer. Es war nur ein Beispiel. Ja, ist schon klar, dass sie dir was vorgespielt hat und du einen anderen Menschen quasi. Shit. Was ist jetzt? Was sind da mal ausreden, Rainer? Fuck, ja, Alter. Was ist denn jetzt los? Nee, Spinne. Ah, Spinne, okay. Okay. Ja. Lass die Spinne in Ruhe, Rainer. Spinnen sind wunderbare Tiere, die halten die Mücken fern. Deswegen liebe ich Spinnen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem hast du eine Person, die du nicht richtig kanntest. Also, da musst du mir ja zustimmen. Du kanntest irgendwie ein Abbild oder etwa ein vorgegebenes Abbild, aber du kanntest sie nicht richtig und darüber du hast schon geurteilt. Und ich behaupte mal, dass du dir dann ein bisschen was vormachst, dass du denkst, du würdest nicht urteilen. Vielleicht nimmst du dir das vor. Das ist auch ein nobler Ansatz. Finde ich auch in Ordnung, als so sich das vorzunehmen. Aber ich glaube, du urteilst öfter, als du dir klar machst. Ja, natürlich. Wir wiederholen uns. Wir drehen uns im Kreis. Aber das ist halt Rainer. Das sind keine schlimmen Urteile. Es ist vollkommen in Ordnung zu urteilen. Eine 4 Meter große Spinne, Alter, ohne Scheiß. Hast du gehört, was ich gesagt habe, oder warst du, hast du gesponnen? Ich bin Brain AFK gerade. Okay. Also alles wie immer. Sag, wenn du wieder da bist. Ja, ich wünschte, ich könnte die Spinne jetzt platt machen. Machst du doch platt. Mach sie mit deinem Metallspinner platt. Warum kannst du sie nicht platt machen? Weil die gerade unter dem Ding ist, unter dem Fenster. Ich habe auf sie geschlagen, aber ich habe sie nicht erwischt. Und dann ist sie weggerannt. Warum? Lass die Spinne in Ruhe. Also wirklich. Die Arme. Dann bringen sie zumindest raus in die Natur. Aber Spinnen sind klasse. Nur weil sie jetzt nicht so süß aussehen wie normale Tiere, aber die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Außer Mücken. Mücken können von mir aus alle ausgerottet werden. Ich weiß, gehören auch zum Ökosystem, aber das sind Biester, die möchte ich nicht haben. Boah, warum muss jetzt so eine fette Spinne hier sein, Alter? Die ist größer als ein 5-Mark-Stück. Spei Feuer unter das Sofa. Die ist unterm Fernsehtisch, nicht unterm Sofa. Ja, der würde ja brennen, das geht ja nicht. Das stimmt. Kabelbrand, nichts. Will das ganze Haus abbrennen. Kannst ja mit der Diesel schießen. Außerdem nicht gerade ein bisschen übertrieben für eine Spinne. Oder mit deinem Naruto-Spinner abwerfen. Was ist denn zurzeit los, Alter? Es ist schon die zweite Spinne innerhalb von einem Monat. Ja, hat es heute geregnet? Mach doch die Fenster zu, Rainer. Nein. Naja, gut. Sonst hätte ich gesagt, dann gehen wir meistens suchen die. Vielleicht ist jetzt auch schon Spätsommer. Ich habe seit 5 Jahren keine solche große Spinne in meinem Haus gesehen. Vielleicht wurden die ja bei dir ausgelegt. Ja, die hat einen Hater, hat die da reingeschmissen. Ganz bestimmt. Ey, aber ohne Scheiße, diese weißen Spinnen, die du da ja in Deutschland gesehen hast. Oder ich lagge irgendwie. Nee, er aktiviert sich nur nicht vernünftig, habe ich das Gefühl. Ja. Ich bin jetzt erstmal weg, muss erstmal schauen, ob ich irgendwie die Spinne kann. Ja, mach sie fertig. Rainer, du hast gesagt, wurde gerade das wurde das Aussetzen von Zeug gerade. Borsti ist weg. Grüß dich, Borsti. Hallöchen, Liebe. Ich bin Datenschirm. Wer? Warten wir bloß drauf, dass ich hier reinkomme. Ist ja eigentlich hier, ist Bronklings eigentlich an? Woher kenne ich eigentlich deine Stimme, Zepp? Das weiß ich ohne Scheiß nicht. Also wir haben vielleicht mal ein paar Wörter ausgetauscht, als du mal hier warst. Das kann sein. Ich war lang nicht mehr hier. Okay. Aber Rainer, du hast doch so einen hohen IQ in Stimmerkennung. Komisch, dass du den jetzt nicht zuordnen kannst. Ja, jetzt weiß ich auch, was auf dem Schild stand. Welches Schild? Ach, die haben mir so ein Papierschild auf meinen
an meinen Zaun geheftet. Da stand drauf: Vorsicht, Oger wirft mit Kot. Ich habe das gar nicht gelesen, weil ich habe das von innen weggemacht, habe das dann zerrissen und weggeschmissen. Ich habe gar nicht drauf geschaut, was drauf stand. Und woher weißt du jetzt, was drauf stand? Naja, das Foto habe ich jetzt gesehen, ja. Achso. Drachis Wiener dann... haben sie meinen Schwanz drauf gemacht, also auf die Wiener Dose. Ey. Einfallsreich sind sie schon, das muss man ihnen schon lassen, ey. Was stand auf diesem Schild? Da stand drauf: Vorsicht, Oger wirft mit Kot. Woher ist das nochmal? Das ist doch aus irgendeinem Film oder sowas, oder? Echt jetzt? Ernsthaft? Oder Spiel oder so? Ich glaub, also ja. Wenn der einzige Film, den ich mit dem Ogre kenne, ist eigentlich Shrek. Ja. Ist so. Dann, ich weiß nicht, aber da steht eigentlich alles auf Englisch drauf. Also kann sein, dass da irgendwas auf Englisch so draufsteht, ja. Keine Ahnung. Matt Mikkelsen, Leute. Wie heißt der? Mike Myers. So hieß der. Mike Myers. Ja, der Schauspieler, der Shrek. Naja, Mike Myers ist der Shrek und der Eddie Murphy war der Esel. Ja, ja, genau. Kennst du, Carter mit Hut? Da hat auch Mike Myers den gespielt. Aber der ist gefloppt. Hat sich die Witwe rotieren lassen. Na, das sagt mir nichts, aber ich kenne, ich weiß noch, wer den gestiefelten Carter gesprochen hat. Das war im Englischen zumindest Antonio Banderas. Was zum... Achso, Alter. Das war Antonio Banderas, aber im Deutschen war es dummerweise nicht Antonio. Fand ich ein bisschen schade. Antonio Banderas. Nein, wirklich. Ups, sorry. Wirklich, Rainer. Im Deutschen hat es nicht Antonio Banderas gesprochen. Das ist aber merkwürdig. Warum hat er nicht schnell Deutsch gelernt? Ich habe nur das Schild von der Rückseite gesehen und da stand nichts drauf. Und ich habe auch nicht gelesen, was drauf war. Ich habe das Schild weggenommen und habe es zerrissen. Ich habe nur gesehen, was auf dem Schild stand, weil ich gerade auf Twitter einen Tweet gesehen habe, wo das drauf war. Und es muss das Schild gewesen sein, weil so oft hängt keiner so ein Schild an meine Wand oder an mein Fenster. Das war beim Schild drauf. So, das Bild mal schnell rausgesucht, damit ihr eine Ahnung habt, was da stand. Hm? Dieses schöne Pappschild. Gerade erzählt. Habe ich nicht zugehört. Das ist mein Problem. Vielleicht eine komische Frage, aber guck mal, du hast doch da bei der Garage an der Seitenwand, haben ja viele was mit Graffiti hingesprüht und hingemalt, dass die da waren. Du könntest ja sogar noch davor einen Zaun hinmachen, oder nicht? Dass die da nicht hinkommen. Dafür ist die Arbeit, die kriegen so oder so rüber. Ja, aber wir sollten nicht vergessen, dass Rainerle die Leute ganz am Anfang dazu motiviert hat oder auch aufgefordert hat, an diese Wand etwas ranzuschreiben. Na? Bitte vergesst das nicht. Rüber gehen die nicht, aber hinschmieren können sie auch was, wenn der Zaun ist. Ach so, ja gut. Ja, das ist angeblich nicht mir gehört. Ja, stimmt eben nicht, das ist der Witz dran. Das sind alte Baupläne, was die haben und die Griechen, die aktuellen, selbst wenn sie wollten, würden sie die gar nicht kriegen. Doch. Dürfen sie gar nicht ausstellen. Grundsteine meinst du, ja, ja. Die, Ja, also ich gehe davon aus, er redet von der Grundstücksgrenze. Natürlich sind die öffentlich einsehbar. Also du kannst genau sehen, wie die Grundstücke verlaufen. Jetzt ein Bauplan vom Haus, glaube ich nicht, dass sie das haben oder rausgeben. Warum sollten sie für diese Schanze irgendwelche Baupläne besitzen? Vielleicht existieren sie irgendwo, ist auch egal. Aber die Grundstücksgrenzen sind doch öffentlich einsehbar. Das kann ich doch schauen. Und da sieht man ganz genau, dein Grundstück, Rainerle, beginnt nicht ein Meter von der Straße entfernt. Ja? Selbst der Stein, also der Grundstücksgrenzstein, nenne ich ihn jetzt mal, den sieht man ja sogar neben der Scheune oder hat man gesehen neben der Scheune. Ah. Muss mich immer noch erst dran gewöhnen, dass es die Schanze so nicht mehr gibt. Mein Grundstück gehört mir bis zur Straße, einen Meter nach innen, weil das diese Richtlinie für die Gehsteige ist. Nein, das hast du irgendwann mal so entschieden oder es wurde dir irgendwann mal von irgendjemandem gesagt. Aber das stimmt nicht. Jetzt fällt es mir wieder ein, ich hatte dich gefragt, wann dein Haus abbezahlt war und du hast gesagt, seitdem du geboren warst, war schon abbezahlt. Das ist schon abbezahlt gewesen, als mein Vater noch klein war. Hat mein Großvater gebaut, das Haus. Und bevor mein Großvater das Haus gebaut hat, gab es noch das alte Elternhaus von meiner Oma. Und das ist übrigens gestanden, bis ich auf die Welt kam. Das stand da, wo jetzt die Garage, die im Hof die Garage steht. Da stand ursprünglich das Elternhaus von meiner Oma.
Das ist nice. Das heißt, ich aber nimmer, wie ich auf die Welt gekommen bin, ist es abgerissen worden, aber das war auch, das hat auch keiner mehr genutzt. Ich habe schon seit Jahren abgerissen gehabt. Wann wurde das gebaut, weißt du das? Keine Ahnung. Ich weiß, dass die Scheune 200 Jahre alt ist. Boah. Und dann kam Rainer. Und 200 Jahre Tradition, Winkler-Tradition, einfach so verpufft. Hat das dann auch so ein Schild dran? Manche Häuser, die so, nee, so alt sind, hat ja... Es steht ja nicht unter Denkmal, also auf die ein oder andere Weise vielleicht, aber nicht so, wie man es im klassischen Sinne als Denkmal sehen würde, nein. Denkmalschutz, das könntest du bei dem Gebäude auch nicht machen, weil es hat zwei verschiedene das hat zwei verschiedene Mauerwerke, weil sie vor 100 Jahren weggebrannt ist und davor stand sie schon ungefähr 100 Jahre. Die hat einmal ein Fachmauerwerk und einmal ein Ziegelmauerwerk. Könntest du nicht theoretisch, um noch extra Knete zu verdienen, einfach den Hof mieten irgendwie? Vermieten lassen? Ja, vermieten. Das Einzige, was ich mir mal überlegt habe, ist in die Scheune Parzellen einzubauen für Leute, die Lagerplatz brauchen. Aber ja, ist gar nicht so unüblich. Ich kenne auch Leute, die tatsächlich ihre Halle vermieten an andere Leute auf dem Land. Und ja, ist ja eigentlich easy. Ich meine, wenn die Fläche haben und die nicht nutzen, kann man die gut vermieten. Aber einer als Vermieter, ach du meine Güte. Aber da findest du hier draußen eigentlich niemanden. Ah, doch. Also, ich kann es dir sagen. Wir haben auch eine kleine Halle gemietet. Und die ist sehr, sehr weit vom Schuss weg. Also, die... Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ah, da hatte mal jemand eine Werkstatt drin, ja. Deswegen, den wir gekannt haben. Und dann haben wir die übernommen. Aber klar, du findest immer irgendjemanden. Also in Zeiten des Internets ist das ja gar kein Problem. Da kann das ja sonst wo sein. Du erreichst ja immer irgendwelche Leute über eBay Kleinanzeigen oder was weiß ich. Draußen, ich wohne nicht in der Stadt. Wenn ich in der Stadt wohnen würde und so ein großes Grundstück hätte, könnte man das machen. Es hat doch nichts mit der Stadt zu tun. Wenn irgendwelche Leute irgendwas einlagern wollen, aus Nürnberg oder so, dann suchen die eventuell bei eBay Kleinanzeigen irgendwo und dann finden die dich und dann könnten die das da einfach einlagern. Aber gut, das ist wieder mit Arbeit verbunden und außerdem müsstest du dann auch Buch führen darüber. Na, du müsstest eine Nebenkostenabrechnung erstellen und daran scheitert es schon wieder. Aber dadurch, dass mein Grundstück mitten auf dem Land ist, hat jeder fast selber so viel Platz, wenn nicht sogar mehr. Mein Hof ist bei weitem nicht der größte. Eine Ortschaft weiter brauche ich gar nicht machen. Was vor 5 Jahren noch keine sinnvolle Idee war, ist jetzt eine komplette Schwachsinnsidee. Nein, stimmt nicht. Stimmt absolut nicht. Lagerplätze sind teilweise heiß begehrt. Vor allem so ja, in etwas kleinerem Bereich. Wenn ich das jetzt machen würde bei den ganzen Heldern, die hier jeden Tag vor meiner Haustür stehen, kannst du es voll vergessen. Ja, gut. Da würde keiner einen Vertrag unterschreiben. Ja, aber die werden doch dann auch belästigt oder so. Richtig, darum geht's ja. Es würde ja gar keiner einen Vertrag unterschreiben. User joined your channel. Autsch. Doch, ich wette, es würde den ein oder anderen Hater geben, der sich da einmieten würde. Hundertprozentig. Kannst du mir verraten, warum du rot markiert bist? Weiß ich nicht. Oder irgendwann waren wir mal, also war ich hier mal auf dem TS. Und da hattest du irgendwie eine zweite Identität reingemoved. Und als sie rausbekommen haben, dass du das bist, hast du alle aus dem TS gebannt. Wirklich? Ist das... Das muss doch die... aus Part, den vorherigen Part gewesen sein, wo er mit dem Stimmverzerrer gewesen ist. Hat er danach alle gebannt? Och, dieser Rainer. Gut, warum wundert mich das? Ich weiß auch nicht. Eigentlich typischer Rainer-Move. Ich bann mit Sicherheit niemanden, nur weil er mitgekriegt hat, dass mit einer anderen Identität da bin. Weil wenn ich mit einer anderen Identität da bin und das jemand mitkriegt, dann habe ich noch ungefähr 20 weitere. Ja, das weiß ich, aber irgendwie haben die dich dann angefangen zu beleidigen und da wurden alle aus dem Channel gebannt. Das macht Sinn. Wenn man mich quer durcheinander beleidigt und ich nicht weiß, wer und ihr nicht die Schnauze halten könnt, damit ich sehe, wer spricht und wer nicht, dann ist es nicht meine Schuld.
Nein, natürlich. Und deswegen Kollektivstrafen sind richtig und wichtig, ne, Rainer? Ist ja egal, wenn es auch einen Unschuldigen trifft, aber so wächst dann halt die Haterschaft. Ja. Jeder, der Scheiße baut. Und gelegentlich welche, die einen Hater-Namen haben. Manchmal banne ich sie schon, wenn sie den Namen haben, manchmal nicht. Mhm. War doch mal auch so einer, der hieß doch Ofenkäse oder sowas, den hast du ja auch wegen dem Namen da, glaube ich, gebannt. Ich weiß es nicht mehr. Leute, die ich wegen Namen banne, markiere ich schon seit langem immer rot. Weil wenn die irgendwann wieder entbannt sind oder sowas, weil man die Bannliste mal clearen muss, weil sie wieder überfüllt ist und man sie nicht mal einlesen kann, weil man einzelne raushauen will oder was, versehentlich gebannt worden, dann hat man keine Chance. Hast du eigentlich so eine Statistik, wie viele Leute hier täglich gebannt werden? Autsch, autsch, autsch. Nee. Ich bin das erste Mal seit Ewigkeiten hier unten. Wobei, es stimmt nicht ganz, ich war vor kurzem, vor ein paar Tagen war ich mal kurz unten. Mhm. Auch, das war aber auch mitten in der Nacht. Nachts um 4 oder was das war. Wurde gestern auch gesagt, gestern war ich auch hier auf dem TS mit ein paar Leuten. Und die meinen auch, dass du irgendwie vor kurzem mal da warst. Es war aber nur einmal und es war 4 oder was nachts. Und das war kurz bevor ich pennen gegangen bin. Bin ich aber nicht. Das ist ein TS für die Community, dass die Community sich untereinander unterhalten kann und vielleicht auch miteinander irgendwie in Kontakt treten kann. Und zwar die Community von meiner Zuschauerschaft, von meinem Gaming und von meinem Stream-Kanälen und nicht von irgendwelchen Hater-Gedöns. Hm. Aber die dürfen halt keinen Spaß haben. Haben wir letzten Part gelernt. Die dürfen keinen Spaß haben ohne Rainer. Oder... ja, die müssen halt aufpassen, wenn da jemand drin ist in diesem Kanal, den Rainer nicht mag, dann ist auch ganz schnell Schluss. Naja, merke nicht viel von. War nicht mal auf diese ganzen Zusammenfassungen aufmerksam geworden oder nicht? Was? Naja, es gibt ja viele, machen ja Zusammenfassungen von deinen Let's Plays. Damit das interessiert mich ein Scheißdreck. Sollen die doch unbedingt machen, wenn sie meinen. Zum Beispiel Stream-Zusammenfassung und solche Sachen nehmen. Wir werden einmal lange damit durchkommen. Also Rendern hochladen gibt es immer noch. Der gute Junge schaut sich das alles an, fasst das zusammen. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber der arbeitet richtig hart. Ich bin bloß immer zu faul, es mal umzusetzen, aber jetzt, wo ich keinen Hauptkanal mehr mache, nur noch Gaming und jetzt dann das mit meinem Bauch alles erledigt ist, mit den blöden Gallensteinen, werden die ziemliche Arschkarten haben, weil ich dann langsam aber sicher mal die Zeit finden werde, mich darum zu kümmern. Mm, klar. Nur noch Gaming und jetzt dann das mit meinem Bauch alles erledigt ist, mit den blöden Gallensteinen, werden die ziemliche Arschkarten haben, weil ich dann langsam aber sicher mal die Zeit finden werde, mich darum zu kümmern. Kann man die geilen Steine eigentlich irgendwie wieder wegbekommen, oder wie ist das? Galle wird entfernt. Hm. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Hm. Aber in der Regel wird die entfernt, ja. Es gibt eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob die so praktiziert wird. Es gibt bestimmte Medikamente, das geht aber, glaube ich, auch nur um bestimmte Größen, wie bei den... das ist mir zumindest im Krankenhaus, hat mir das ein Kollege irgendwie erzählt, der wo dann mit dem Zimmer lag. Bei Nierensteinen nimmst du ja Medikamente, was die Nierensteine zerschmettert und du die dann quasi auspisst. Ist zwar eine schmerzhafte Angelegenheit, aber danach... Das ist doch so wie Splitter. Mhm. Und Messerscharfe Splitter ist, als würdest du Steine pissen. Ja. Und ja. Nierensteine. Okay. Scheiße. Oder Glasscherben pissen, hat mir jemand mal erzählt. Ich kenne jemanden, der hat das gehabt. Hat gemeint, das ist, als würdest du Glasscherben pissen. Ja, das habe ich mal so von Nierenstein gehört. Ja. Und bei der Galle gibt es anscheinend was Ähnliches, was die zerschmettern kann. Die Ironie ist, hätte der mich vor einem Jahr nicht mit dem Schlagstock angegriffen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt bis heute. Ach, so ein Quatsch, Rainer. Das stimmt doch gar nicht. Also, was soll denn dieser Schlagstockangriff mit deinen Gallensteinen zu tun haben? Die hast du oder du hast sie nicht? Oder viele haben sie und haben damit keine Beschwerden, aber das ergibt keinen Sinn. Liegt das eigentlich an
Ich gehe davon aus, dass es ein großer war. Weil es ist nämlich genau die Stelle unten drunter, unter der Verletzung, weil ich habe ja immer noch einen Fleck von der Verletzung, immer noch eine Narbe. Anfangs nicht, anfangs ging es tatsächlich, ich hatte wirklich 4 Monate oder 5 Monate wirklich einen enormen Bluterguss darunter. Das ist, du musst bedenken, das war eine richtige Waffe. Ja. Und habe mich dann mit dem Schlagstock angegriffen und da das direkt darunter war, gehe ich davon aus, weil ich hatte nämlich 2 große Gallensteine, dass der quasi dafür gesorgt hat, dass die dann eben sich entweder, dass die angebrochen sind und im Laufe der Zeit dann noch zerbrochen sind, oder dass die halt einfach in 2 Teile zerbrochen sind und in lauter kleine Stückchen, die vielleicht am Anfang sogar teilweise so klein waren, dass die dann halt durch die Arterien, für diejenigen, die nicht wissen, was die Galle ist, ihr habt ja den Magen und dann habt ihr links vom, ich weiß nicht, ob die linke oder rechts, aber ich sag jetzt einfach mal links. Links ist die Galle und rechts ist die Bauchspeicheldrüse. So, vielleicht ist es auch andersrum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist ja wie so ein Mond geformt, der Magen. Ihr habt auf der einen Seite die die Bauchspeicheldrüse und auf der anderen Seite die Galle. Die Galle ist vor allem für fettige Gerichte zuständig. Also wenn ihr was Fettiges isst und so weiter, braucht ihr die Galle, um das besser verarbeiten zu können. Kann aber auch ohne Galle leben. Und die Bauchspeicheldrüse löst ja vielleicht Zucker und so weiter, ne? Brauche ich glaube eine große Zwischenfrage. Ja, also die Galle, Gallenblase nur als Ergänzung, ist ein Speicherorgan für Gallensaft. Und wenn man, wie er schon sagte, Fettiges isst oder viel isst, dann stößt die Gallenblase Gallensaft aus in den Magen. Aber man braucht sie nicht zwingend. Wenn man jetzt keine Gallenblase mehr hat, dann muss man aufpassen, was man isst und wie viel man isst. Weil der Magen dann das nicht so gut verarbeiten kann und dann kommt es zu Durchfall. Ne? Ganz einfach. Ja. Medizinisch ist es dann so, dass du dann weniger fettige Sachen essen darfst, wenn du die Galle entfernt hast? Ich habe mich noch nicht darüber informiert, aber soweit ich das mitgekriegt habe, beeinträchtigt mich das Fehlen der Galle gar nicht. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht, Rainer. Wie gesagt, es ist nicht lebenswichtig, aber du solltest dann schon darauf achten, was du isst und wie viel du isst. Weil, wie gesagt, der Magen hat dann nicht mehr so viel Gallensaft, um diese Speisen richtig zu verwerten. Und dann kannst du Probleme bekommen. Wie gesagt, Durchfall. Außer in der Hinsicht, dass ich keine Gallensteine mehr bekommen kann, weil die Galle ja fehlt. Nein, das stimmt auch nicht. Man kann immer noch Gallensteine bekommen. Ne? Nur dieses Speicherorgan fehlt. Aber an sich ist es möglich, auch danach, es ist selten, aber es ist möglich, danach Gallensteine zu bekommen. Denn der Gallensaft wird in der Leber produziert und dann gibt es halt nicht mehr dieses Speicherorgan, sondern das geht dann direkt in den Magen über. Ja. Er war drauf hin, was der Arzt sagt, bester Fachmann. Wie auch immer, ich weiß da auch noch nichts Genaueres, weil ich mich darüber noch nicht informiert habe. Oh. Anfangs hat es ja geheißen, man macht vielleicht das mit den Medikamente. Die zweite Methode, weil ich habe gesagt, es gibt 3 eigentlich, so wie ich das jetzt kenne. Die erste Methode, die Galle wird mit Hilfe von Medikamenten, werden die Steine zerstoßen. Methode 2, die Galle wird entfernt. Man kann anscheinend auch ohne der Galle leben. Ob das jetzt groß beeinträchtigend in Bezug auf fettige Sachen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, für meinen körperlichen Zustand wäre es nicht so schlimm, wenn ich weniger... Ja, aber das hat dich danach nicht aufgehalten, dir weiter diese ganzen fettigen Sachen reinzuhauen, ne? Und teilweise sieht man dann auch, was dann passiert, nämlich Durchfall. Ganz einfach. Der fettige Sachen essen muss oder darf. Ja, ich wollte nur sagen, also du hast ja schon so taurinhaltige Softdrinks in deinen Streams konsumiert, hier und da mal sowas, genau wie Bier. Also das muss dann reduziert werden, oder wie? Also genau wie fettige Zeug. Taurin weiß ich nicht, ob das da irgendwie Auswirkungen hat. Ich weiß nur, dass die Galle für fettige Sachen zuständig ist und dass die hauptsächlich dafür gedacht ist, dass man fettige Sachen leichter verdauen kann. Keine Ahnung, ob die anderweitig den Sachen beansprucht. Ich habe da keine Ahnung, ich bin da auch kein Fachmann dafür.
Weiß ich tatsächlich auch nicht. Also zuckerhaltige Energy Drinks, ob da Gallensaft für benötigt wird? Ich glaube nicht. Da hat tatsächlich eher so die Bauchspeicheldrüse was mit zu tun, ne? Hätte ich gesagt gehabt, ich bin auch kein Mediziner, aber gut. Ja, weiter. Kurz Frage. Weiter. Das habe ich erst im Laufe des Jahres erfahren, im März ungefähr. Anfangs konnte man da nicht drauf zugreifen, also man konnte das anfangs nicht sehen, weil ich ja doch sehr, sehr gewaltig bin von meinem Umfang her, jetzt wisst ihr. Du bist dick, Rainer. Sag es doch einfach. Du bist dick. Und dadurch ist Ultraschall auch nicht so einfach und dadurch, dass ich auch noch zusätzlich, also man sieht es auch schon relativ einfach und auch dadurch, dass ich ja den Bluterguss hatte, worauf das anfangs zurückzuführen war, was mir auch anfangs als Diagnose immer wieder gestellt wurde. Nein, natürlich nicht. Also da lügt er sich wieder was zusammen. Angeblich war er ja im Krankenhaus. Wir haben es im Part 1, Part 2, glaube ich, durchgenommen. Einer, der war ja angeblich in der Notaufnahme und ihm wurde gesagt, ah, das ist immer noch der Schlagstockangriff von vor einem halben Jahr. Er hatte ja innere Blutungen dadurch ein halbes Jahr lang. So ein Quatsch. Und hat dann Ärzte verunglimpft, beziehungsweise teilweise auch Rufmord, weil er gesagt hat, die haben schon den einen oder anderen unter die Erde gebracht in diesem Krankenhaus. Rainerle macht Rainerle-Sachen, ganz normal. Aber auf jeden Fall, beim Arzt war er, glaube ich, wirklich erst im Juli, schätze ich mal. Ich denke mal, er war wirklich erst im Juli beim Arzt. Und dann, weil es dann halt nicht mehr weiterging, weil er wahrscheinlich so große Schmerzen gehabt hat, dass er gesagt hat, okay, jetzt muss ich zum Arzt. Vorher ging es halt nicht, weil er ist privatversichert. Das heißt, er muss in Vorleistung treten. Er muss das erstmal selber zahlen und kriegt dann das Geld bei der Krankenkasse zurück. Selbst schuld, Rainer. Ja, hat man das auch nicht sehen können, weil das hat quasi, ich habe ja gesagt, das lag genau oberhalb von der Galle. Ich gehe davon aus, dass der große Gallenstein, der ursprünglich drinnen war und der vermutlich auch nie Probleme gemacht hätte, weil der Stein selber macht ja keine Probleme. Es machen nur kleine Splitter von der Galle Probleme, das ist, was ich sagen wollte, das ist einmal links und einmal rechts. Das ist ja quasi kleine Gänge, die von der Galle oder von der Bauchspeicheldrüse zum Magen sind und die zusätzlichen Magensäfte verbrutzeln. Also du hast ja diese Magensäure, und die wird halt durch die Galle und auch durch die Bauchspeicheldrüse nochmal ein wenig verändert. Je nachdem halt, was du isst. Und durch diese kleinen Gänge gehen halt auch die Gallensteine. Und wenn die Gallensteine ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu sperrig sind, aber man halt trotzdem viel Fettiges isst, produziert die Galle halt ohne Ende und drückt halt quasi diesen zu großen Gallenstein oder das Steinchen halt, obwohl es sperrig ist, durch diesen Gang. Und das verursacht diese Schmerzen. Vielleicht hätte der, nee, es geht darum, dass da kleine Stücke abbrechen. Vielleicht hätte mich der Große auch Probleme bereitet, vielleicht hätte das auch gar keinen Einfluss drauf gehabt, vielleicht hat es aber auch dadurch Einfluss gehabt. Man weiß es halt nicht, weil man es halt nachvollziehen konnte letzten Endes. Was? Einer glaubt, da ist ein großer Stein in seiner Gallenblase und da brechen immer wieder Stücke ab? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also in der Regel hat man mehrere Gallensteine. Und das Problem ist natürlich, dass diese Steine, wenn sie größer sind, den Ausgang einfach verstopfen. Und wenn die Gallenblase, die zieht sich halt zusammen, um das herauszupressen. Und wenn die das nicht kann, dann tut es halt weh. Und das sind diese Gallenkoliken, die man dann hat. So einfach ist das. Und wenn man dann diese Steine sieht im Ultraschall und man zu dem Schluss kommt, okay, die sind so groß, die kommen dann nie im Leben durch diesen Gang, dann muss man die entfernen. Ja. Das erinnert mich irgendwie an den Fall von Creeper Darkus damals. Der hatte doch auch gesagt, dass er Gallensteine hätte. Das war ja auch ein Thema gewesen, was er öffentlich angesprochen hatte. Das war ja ein Grund gewesen, also ein Hauptgrund, warum er sich komplett aus dem Internet, glaube ich, zurückgezogen hatte. Also hinterher hat man ja nichts mehr von ihm gehört. Aber der hatte auf jeden Fall, glaube ich,
ziemlich heftige Gallensteine gehabt und noch anderen Scheiß. Ja, ich weiß nicht, warum das der Grund sein sollte, warum man sich zurückzieht. Das hat bei mir ja nichts damit zu tun gehabt. Nee. Ja, vielleicht, weil man ein bisschen auf seine Gesundheit achten möchte. Bevor man bei YouTube arbeitet. So meine ich es jetzt nicht. Ich meine, der Fall ist ähnlich gewesen. Ich verstehe halt nicht, warum man sich daraus zurückziehen sollte, aber im Prinzip ist es keine große Sache mehr heutzutage. Gallensteine ist eine Kleinigkeit. Du hast da die Gallensteine, wenn du was Fettiges isst, hast du halt Probleme, wenn sich kleine Teile der Gallensteine wegbrechen oder weggehen und dann halt durch diese kleinen Gänge zwingen. Ich meine, versuche mal durch ein Röhrchen eine Pommes zu zwängen. Das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, ist ja klar, aber versuche mal ein Stück Pommes durch einen Strohhalm zu zwängen. Das geht nicht. Ja, wenn du ein Stückchen von der Pommes abbrichst und es durchdrückst, setze das den Strohhalm als Arterie vor. Das ist bestimmt für den Strohhalm nicht angenehm, wenn da was durchgeht, was zu groß ist. Warum eine Pommes, Rainer? Warum hast du nicht einfach eine Erbse genommen? Ich sag mal so, die Harnröhre ist auch nicht unbedingt bei Natur ausgestreckt. Ne? Ja, das wäre jetzt bei den Nierensteinen natürlich die gleiche Sache, genau. Die müsste man stretchen, damit das funktioniert, aber so geht's nicht auf jeden Fall. Naja, die ist auch nicht dafür ausgelegt, dass die sich dehnt. Und du musst es so sehen, es ist ja eigentlich ein weiches Material. Bis zu einem gewissen Punkt dehnt es sich ja schon. Ja, nee, ich meine nur, es gibt ja Leute, die haben, es gibt auch diese Stäbchen. Diese Metallstäbchen, die da rein können. Und das benutzt so. Manche. Ja, dieses Sexspielzeug meinst du. Genau, ja. Bitte nicht. Auch extrem unangenehm. Wobei es wahrscheinlich. Aber du hast es selber schon genutzt, Rainer. Hast du schon. Dieser Harnröhren-Vibrator. Oder was das war. Oh, bitte, ich will da nicht drüber nachdenken. Bestimmt Menschen, die da auch stehen, offensichtlich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, also es gibt halt drei Möglichkeiten. Die erste ist halt, wie gesagt, das mit dem Saftzeug da, mit dem Medikament. Die zweite halt, dass die Gallensteine entfernt werden. Und die dritte Möglichkeit, die Gallensteine werden operativ aus der Galle entfernt, die Galle bleibt drinnen. Aber... Nee, also die werden nicht aus der Galle entfernt, die ganze Galle wird einfach ausgeschnitten. Aber es... Ich noch nicht gehört, dass da die Galle aufgemacht wird und dann diese Steine einzeln rausgenommen. Nee. Das Problem ist, wenn man einmal Gallensteine hatte, ist halt wie bei allem, ne? Wenn du es einmal hattest, kann es halt wieder das bekommen. Und ganz ehrlich, ich sag's euch aus eigener Erfahrung, meine Galle kommt raus, weil wenn ich die rauslassen kann und ich werde die nicht drinnen lassen, das sehe ich gar nicht ein. Ja, da wird dir der Arzt schon zu geraten haben, dass die raus soll. Aus dir. Warum soll ich die drinnen lassen und das Risiko eingehen, dass ich das wieder haben kann oder wieder kriegen kann, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich die rausnehmen kann und dadurch keine Probleme bekomme? Weil ich weiß, was das für Schmerzen sind und ich weiß, was das für Probleme mit sich bringt. Das Problem ist, man kann die Galle nicht entfernen, solange sie entzündet ist, was sie ja im Moment ist, durch diese Probleme, die ich jetzt im Moment wieder akut habe gerade, weil ich habe die ja nicht dauerhaft, die Schmerzen sind ja immer wieder akut. Da hat man sehr lange aufsehen, das ist halt meistens dann, wenn die Galle entzündet ist. Und wenn ich sie dann rausnehmen lasse, ist sie halt draußen, basta. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war, weil ich habe auch keine Gallenblase mehr. Aber ich musste quasi Diät halten, weil klar, die Gallenblase die stößt Gallensaft aus, wenn es benötigt wird. Das heißt, bei zu viel Essen oder zu fettigem Essen. Und dann musste man halt sich zurückhalten erstmal. Und dann hatte man in der Regel auch erstmal keine Beschwerden und dann wird die entfernt. Bei mir waren es dann diese drei Schnitte, die gemacht werden, gehen dann da mit dem... Was ist das? Endoskop oder so? Nee, oder? Irgendwie sowas. Gehen die da rein, schneiden die ab, ziehen die raus und fertig. Dann gibt es noch die Rainer-Methode, die sie angewendet haben. Der Bauch wird komplett geöffnet.
du hast dann so eine wunderschöne riesige Narbe über dem Bauch und dann wird sie da rausgezogen. Es ist halt, wenn man ein bisschen mehr auf den Hüften hat, wird das angewendet. Die Natur hat sich ja auch mal was in den Blinddarm gedacht und heutzutage ist es ein Organ, das du eigentlich nicht mehr benötigst. Nein, das stimmt nicht. Also es wird schon benötigt, wie gesagt, Gallensaft wird gespeichert. Aber man kann auch ohne leben damit. Du kannst auch ohne Blinddarm leben und lauter solche Geschichten, weißt du. Die Natur hat sich klar irgendwann mal was dabei gedacht. Aber die Natur ist auch nicht davon ausgegangen, dass wir eine solche Ernährung haben, die wir jetzt haben. Ja. Ich meine, du kannst dich heutzutage komplett vegetarisch ernähren und bist fitter als jemand, der sich auch mit Fleisch ernährt, obwohl dein Körper eigentlich Fleisch braucht. Weil du halt auch auf andere Art und Weise diese Nährstoffe, die du durch Fleisch bekommst, oder sind es nur ein Beispiel, ne? Also muss jetzt nicht aufs Fleisch bezogen sein oder so. Aber du kannst dich heute auf minimalste Art und Weise ernähren und hast trotzdem sämtliche Nährstoffe, die dein Körper braucht. Weil letztlich wissen wir, wie unser Körper funktioniert, weil wir wissen, was wir für Nährstoffe fürs tägliche Leben oder sonst was brauchen. Und dementsprechend kannst du dich auch ernähren oder Medikamente nehmen. Nicht zwangsläufig. Ich weiß ja nicht, ob ich die Umstellung machen muss. Und selbst wenn, wie gesagt, es geht ja nicht unbedingt darum, das Risiko, dass die Gallensteine wieder da sind oder wieder kommen, das ist ja trotzdem gegeben. Naja, ich sag mal so, wenn du dir die Galle einfach rausnehmen lässt, musst du dich nicht irgendwie um eine gesunde Ernährung bemühen und die anstrengen. Du musst eben weniger dafür. Also man muss dann fast nichts dafür tun, außer dann eben dahin zu gehen und sich die Operation ergehen zu lassen, ne? Und dafür hat man dann Ruhe. Naja, also ich sag's mal so, ne? Die Schmerzen, die ich das letzte Mal, als ich im Krankenhaus war, das vor ein paar Tagen, die Schmerzen, die ich da hatte, ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich bin aufgestanden, herumgelaufen, ich habe mich hingestellt, ich habe mich hingesetzt, ich habe mich hingelegt. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Die haben mir dreimal Morphium gegeben. Morphium? Das bezweifle ich ein bisschen, rein, dass die dir Morphium gegeben haben. nee, ganz bestimmt nicht. Aber er hat schon recht. Die Schmerzen sind echt heftig. Also von der Skala von 1 bis 10 hätte ich so 7, nee, 8. 8 hätte ich gesagt gehabt. Das war schon nicht schön. Hat trotzdem nicht hingehauen, dass die Schmerzen weg waren. Weil so eine Frage, du hattest ja mal in einem Video ja auch mal gesagt, dass du, Wasser, also du hast ja wirklich gesagt, da wären Wasserablagerungen irgendwie bei dir drin. Ist in den Beinen habe ich Wasser gehabt, ja. War das Arthritis oder sowas ähnliches, oder? War Wasser. Wasser. Und das ist halt bei mir auch familienbedingt. Aber jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt schon seit über 2 Jahren kein Wasser mehr, oder seit über anderthalb Jahren kein Wasser mehr gehabt, seit ich das letzte Mal gehabt habe. Ja, das liegt einfach nur daran, das liegt auch an der Ernährung. Das liegt auch an der Ernährung, wie man sich ernährt. Ja, und an der Bewegung. Rainer, du musst dich mehr bewegen. Zum Beispiel, wenn du Wasser hast, dann darfst du dann mal so viel Salz essen. Als Beispiel. Meine Oma hatte das mal gehabt, die hatte auch das gleiche gehabt, die war da 75, glaube ich, und die hatte... Im Alter ist es oft so, dass man das kriegt, ja. Deswegen kriegst du beim Krankenhaus, genau, deswegen kriegst du im Krankenhaus ja auch diese Thrombosestrümpfe. Genau, meistens. Genau, das ja, kenne ich. Genau. Also ich habe mal gehört, es soll etwa familienbedingt, sondern nur gesunde Ernährung liegen oder dass es am Alter liegt. Also die 3 Möglichkeiten. Au. Scheiße. Kannst du ja mal nachgoogeln. Nee, das kann jeder kriegen. Kriegen kann das jeder, ja. Was ich gemeint kann auch jeder kriegen. Ich wollte auf was Bestimmtes hinaus. Ich gehe davon aus, dass es an der Ernährung liegt, teilweise. Zum Beispiel, weißt du, woher du Nierensteine kriegst? Auch Nierensteine kann jeder kriegen. Wenn man viel Cola trinkt und so, oder? Nee. Das ist genau das Gegenteil. Wenn du nichts trinkst oder wenig trinkst, deswegen kriege ich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ich Nierensteine kriege, ist extrem gering, weil ich jeden Tag locker 4 bis 10 Liter sauf. Reicht wahrscheinlich gar nicht. Also 10 Liter schon, aber 4 reicht wahrscheinlich gar nicht. Ich sauf locker 5, 6 Liter am Tag. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Nierensteine kriege, sehr gering. Weil wenn du viel Flüssigkeit zu dir nimmst, sind die Nieren immer am Arbeiten und haben die Nieren immer was zu tun und sind auch immer, ich sag mal in Anführungszeichen, ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, gut geschmiert. Und dadurch ist halt dadurch können da halt keine Ablagerungen sich bilden, was du wiederum zu anführen würde. Ja, ich zum Beispiel habe jetzt gerade mal eingeben, Cola, Nierenstein und hier steht irgendwie überall, dass man durch Softdrinks
Ich sag mal so, ich trinke auch relativ viel Softdrinks, aber hier steht auf jeden Fall, dass das Risiko erhöht, dass man die kriegt. Das stimmt, weil die nämlich Phosphorsäure enthalten, diese ganzen Softdrinks. Und die begünstigen Nierenstein. Ja, weil die Sache ist bei Softdrinks, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Softdrinks daran liegt, wenn du Softdrinks trinkst oder nur Softdrinks trinkst, also Cola, Spezi, Limo, Fanta, was weiß ich, Energies, dadurch trinkst du zwar vielleicht ein bisschen mehr, aber gleichzeitig hast du das Problem, dass du trotzdem mehr Durst hast. Und wenn du dann nicht genug trinkst, um deinen Flüssigkeitsbedarf zu decken, weil deine Körper ja leichter austrocknet durch diese Softdrinks, durch das ganze Zuckerzeug, kann es eben auch passieren, dass die Nieren da eben mal auf dem Trocknen liegen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie wär's denn mal mit Leitungswasser? Ganz normales Leitungswasser. Die Nieren müssen ja filtern und wenn sie zu viel zum Filtern haben und nicht einfach mal gereinigt werden, habe ich gehört, dann versagen sie, können sie auch versagen irgendwann, was es nicht mehr aushalten. Genau, und deswegen sollte man auch immer Wasser trinken. Ich zum Beispiel habe seit Jahren so gut wie nie was anderes getrunken als Wasser und Energies halt. Eher Energies, hätte ich gesagt. Also Wasser habe ich dich ja schon lange nicht mehr trinken sehen. Du trinkst immer nur Schwippschwapp, Cola, Fanta, Monsterle. Aber Leitungswasser oder normales Mineralwasser? Irgendwie so gar nicht. Cola oder Kaffee meine ich, kein Cola. Ich habe seit Jahren so gut wie keine Cola getrunken, außer vielleicht in irgendwelchen alkoholischen Getränken. Was oder, ich mir auch mal Also O-Saft, Wasser, Cola, O-Saft, Wasser, Energy Drinks und Kaffee. Das sind so die Getränke, die ich immer getrunken habe. Sag ich jetzt gerade. Kein Limo, keine Cola, kein Spezi. Energy Drinks ja, Kaffee ja, Tee? Naja, aber du musst da mal die Menge unterscheiden. Wenn ich eine Flasche Cola sauf, habe ich eine 1,5 Liter Flasche Cola. Wenn ich Energy Drinks sauf, ist das ein 0,5 Liter. Ich sauf nicht 100 Flaschen am Tag. So sauf ich 4, 5 Flaschen Cola am Tag. Das ist ja das, was ich meine. Das ist ein gewaltiger Unterschied, mein Lieber. Ich habe ja jeden Tag locker 2 Flaschen Wasser oder 3 Flaschen Wasser gesoffen. Dazu noch einen Kaffee und dann nochmal 1 oder 2 Dosen Energy Drinks. Das ist ganz anders, weil das ist ein ganz anderes Mischungsverhältnis, als wenn ich Cola sauf, Energy Drinks sauf und Kaffee sauf. Das ist ein ganz, ganz also ein gewaltiger Unterschied. Mal so eine Frage, wenn man Diabetes beispielsweise, also jetzt mal apropos so Zuckerkrankheiten und sowas, wenn man Diabetes kriegt, lispelt man dann eigentlich mehr? Oder ist das... Was ist das denn für eine Frage? Aber interessanter Ansatz, sollten wir mal verfolgen. Das ist nur ein Ammenmärchen. Nein, das stimmt nicht. Oh, war gut. Was verändert sich nochmal alles bei Diabetes? Hier, ich habe mir jetzt gerade mal rausgesucht, wie sollte man sich nach einer Gallenblasenentfernung ernähren? McDonald's! Es ist immer witzig. Zu mir sagen immer viele, ja, du bist doch bestimmt voll der Burgerfresser und so weiter. Stimmt überhaupt nicht. Nee, Rainer, der mag keine Burger. Aber wenn er kann, dann brät er sich mal eben 12 Burger. Warum auch immer. Ich esse eigentlich total ungern Burger und so weiter. Ab und zu mal so Chili Cheese Nuggets und vielleicht ein Long Chicken mit Käse oder sowas. Oder auch den, wenn es was Scharfes sein soll, vielleicht mal den wie heißt der, extra Chili Cheese oder so. Aber das war's eigentlich auch schon. Und selbst die esse ich so gut wie nie. Die esse ich, wenn es im Jahr hochkommt, vielleicht 3-mal. Ja gut, du hast ja auch nicht die Möglichkeiten. Also wenn da direkt neben dir ein Burger King oder ein McDonald's stehen würde, dann glaub aber mal, dass du da sowas von Stammkunde wärst. Ich muss zugeben, diese Chili Cheese Nuggets, die esse ich auch mal ganz gerne. Aber wirklich, also tatsächlich, einmal im Jahr maximal. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gegessen habe. Das muss auch schon wieder 4 Jahre her sein. Ich esse sowas halt, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Das kommt, wenn ich das im Jahr 4-mal esse oder was, kommt, ist es viel. Und ich esse im Normalfall, ich esse schon mal so Fast Food in dem Sinne. Aber Burger mag ich eigentlich, ich mochte noch nie Burger. Nee. Pizzas esse ich eigentlich auch ungern. Ich esse auch nicht mal, aber das ist so selten eigentlich. Jetzt in letzter Zeit esse ich viel Pizza, ja. Aber. Oh mein Gott, Rainer. Oh, ich esse so ungern Pizza. Ja gut, in letzter Zeit esse ich sehr viel Pizza, aber ungern. Ne? Oder habe viel Pizza gegessen, aber normalerweise an sich. Genau. Was ich aber gerne. Genau. Normalerweise lieber Tortellini-Auflauf.
ist, ist Subway. Das esse ich ganz gerne. Aber das, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich als Fast Food einordnen kann. Ja, kann man. Subway ist auch Fast Food. Ne? Man kann sich bei Subway auch relativ gesund ernähren, wenn man das magere Truthahn-Sub nimmt, oder keine Ahnung, wie das Ding heißt, anstatt diesen super fettigen Meatball-Sub-Gedöns. Aber das macht Rainerle natürlich nicht. Rainerle nimmt das fettige Zeug und denkt dann, es ist gesund, weil da ja noch ein bisschen Salat dabei ist. Bei Burger King kommt drauf an, was du dir machst darauf, ne? Es gibt ja Veggie. Ja klar, aber bei Fast Food habe ich immer, bei Burger King und McDonald's habe ich immer nach einer Stunde oder nach zwei schon wieder Hunger, weil das einfach irgendwie nicht richtig stopft. Und bei, Ja, dazu empfehle ich den Film Super Size Me. Sehr gut. Ein Typ, der sich, ich weiß gar nicht wie lange, über mehrere Tage oder Wochen nur von McDonald's ernährt. In Amerika. Das ist ein sehr interessanter Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, hier eine Filmempfehlung. Super Size Me. Beim Baguette von Subway, da esse ich ein Baguette, ein halbes Baguette, ein ganzes Baguette, wie auch immer. Mhm. Eins davon und dann bin ich für Stunden satt. Ja, welches bestellst du dir da immer? Ach, ich esse vor allem Chicken Teriyaki mit dem Orion, dem Oregano oder halt dem Italien. Brot mit Streichkäse, bisschen Salat, verschiedene Sorten halt. Ich mag ja bestimmte Sachen vom Salat zum Beispiel, wie Oliven oder so. Ja. Gibt ja auch den Zellet-Salat, der schmeckt auch sehr gut. Den habe ich letztens mal gegessen mit ein bisschen Basilikum und sowas noch drauf. Oh, Alter, ich habe jetzt voll Hunger, ey. Ich glaube, ich esse jetzt noch einen Salat. Ich habe noch einen Salat im Kühlschrank. Gestern ist da noch. Zum Beispiel das Problem bei mir, ich habe zum Beispiel jetzt im Moment einen Bürojob. Also ich bin sehr viel, dass ich jetzt nur zu Hause eben bin und ins Internet gehe und das alles, beziehungsweise ich da ein paar Sachen für meine Informanten rausfinden muss. Und das Problem ist jetzt eben, da ich auch gerne Softdrinks trinke und einfach dem nicht widerstehen kann, auch mir oftmals mal Fertiggerichte reinziehe. Oder mir was bestellen lasse, bei Liefeld beispielsweise, ist das Problem. Ich habe total Angst, dass ich, weil ich habe schon zugenommen und ich habe eben immer Angst, dass ich immer einfach den Job kündigen muss oder es eben unausweichlich ist, dass ich jetzt beispielsweise Arthritis kriege und so eine Scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Arthritis? Okay, na gut. Hört sich wahrscheinlich aus meinem Mund sehr lächerlich an, wenn ich dir das empfehle. Aber... Gehst du in der Fitnessstudio oder sowas? Tatsächlich, ich wollte beispielsweise, ach, wie hieß das, warte mal, müsstest du wissen, dass, warte, das, ich wollte mal, ich habe mal im Internet gegoogelt, da gibt es so eine Yoga-Übung und sowas aus dem Fernöstlichen. Mhm. Das war so eine, das fing mit M an, das war irgendeine Sportart zur Verteidigung. Das fing, glaube ich, mit M an, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, irgendwas mit M. Du willst es aber nicht Muay Thai sagen. Nicht Muay Thai, was anderes. Ja, weil das hätte ich jetzt ja gewundert. Muay Thai ist eigentlich mehr zum Angriff als zur Verteidigung. Es hatte irgendwas auf jeden Fall, ich glaube, es war dem Muay Thai ähnlich, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, aber es hat mit M auf jeden Fall angefangen. Nee, warte, nein. Ja, oder, ach. Ja, ich habe jetzt, was mir auch gerade auf der Zunge gelegen. Bing Chung war es, Bing Chung. So war es, Bing Chung. Ah. Ich wollte gerade sagen, das fängt aber nicht mit M an. Ja, deswegen, ich habe gerade einen Fehler gehabt. Muss die Gallenblase. Hier nochmal zum Salat zurück. Das Gefährlichste am Salat ist ja aber auch immer das Dressing, ne? Man denkt ja immer so, ist jetzt ein gesunden Kommt Salat und dann, wenn du dir American genießt. Dressing drauf machst oder so, ist ja. Naja, ich mach Salat eigentlich so, wie es mir immer. Ich mach Salat so an, wie meine Mutter mir das beigebracht hat, wobei ich eigentlich mittlerweile überlege, ob ich das Öl einfach weglasse. Also einfach ein ganz normales Salatöl, Essig, Pfeffer und Salz. So mache ich den Salat an. War deine Mutter eigentlich eine also gute Köchin? Hat sie viel Rezepte gehabt und sowas mit dem? Meine Mutter konnte kochen, aber die hat nicht viel gekocht, ist der Unterschied. Oh, wenn ich an dieses Rezept von ihr denke, ne? Dieser Kartoffelwurst-Eintopf. Oh, wird mir jetzt schon wieder schlecht dabei. Eigentlich habe ich ein bisschen Hunger gehabt, aber jetzt ist er wie weggeblasen. Dein Vater? Mein Vater konnte auch kochen. Also, wer aber hat der hat nicht viel gekocht, weil mein Vater war halt viel auf Arbeit. Meine Mutter hat einfach nicht gekocht. Die hätte kochen müssen oder sollen, aber hat es nicht gemacht. Was mit deiner Oma? Die war doch da. Ich?
Weil ich 13, 14 Jahre alt bin, habe ich selber gekocht. Aber deine Oma war doch... ja, meine Oma hat meistens nach der Schule halt das Essen für uns vorbereitet. Aber ja, die ist ja auch nicht die Jüngste gewesen. Und irgendwann hast du das Zeug einfach nicht mehr essen können. War deine Mutter eigentlich eine also gute Köchin? Hat sie viel Rezepte gehabt und sowas? Mit meine Mutter konnte kochen, aber... Was denn jetzt? Ist doppelt? Einfach? Also ich habe keine Taste gedrückt. Anscheinend ist das einfach doppelt drin. Die hat nicht viel gekocht, ist der Unterschied. Dein Vater? Mein Vater konnte auch kochen. Also wer aber hat denn der hat nicht von... viel gekocht, weil mein Vater war viel auf Arbeit. Meine Mutter hat einfach nicht gekocht. Die hätte kochen müssen oder sollen, aber hat es nicht gemacht. Was mit deiner Oma? Aber die war doch da. Ich? Als ich 13, 14 Jahre alt bin, habe ich selber gekocht. Aber deine Oma war doch... ja, meine Oma hat meistens nach der Schule halt das Essen für uns vorbereitet. Aber ja, die ist ja auch nicht die Jüngste gewesen. Und irgendwann hast du das Zeug einfach nicht mehr essen können. Wie lange war sie bei euch? Also ist jetzt eine komische Frage, aber wie lange war sie überhaupt? Mein ganzes Leben, bis ich 21, 22 wurde, mein Vater gestorben ist und ich mich alleine um meine Großmutter nicht kümmern konnte. Was war mit deiner Schwester? Die hätte sich doch mitkümmern können. Meine Schwester und meine Mutter sind zur gleichen Zeit abgehauen, wie mein Vater gestorben ist. Die waren noch ungefähr einen Monat länger da, sind dann aber nicht mehr nach Hause gekommen und während ich auf Wacken war und meine Oma und meine Mutter wusste eigentlich Bescheid. Meine Oma hat ja Pflegedienst gehabt, oder gekriegt. Mhm. Die vom Pflegedienst wussten Bescheid. Der Vater hat zu mir damals wortwörtlich gesagt, bevor er gestorben ist, egal was passiert, geh du ruhig auf dein Event, da freust du ja schon drauf und alles. Und ich dachte mir halt eigentlich auch, ne, ja, der Vater ist gestorben, eigentlich soll ich da nicht hingehen. Und mein Kumpel sagt halt auch, ja, komm, gehst halt mit und alles, ne, vielleicht kommst du auf andere Gedanken. Der Vater hat ja auch gesagt, im Prinzip, ich soll das machen. Also mir gedacht, okay, scheiß drauf, mache ich das. Dann habe ich alles geklärt mit dem Pflegedienst, dass die dreimal täglich kommen. Ja. Weil meine Mutter ja schon im Heimkummer ist. Das war ja auch im August dann. Im Juli ist mein Vater gestorben. Im August ist das gewesen. Kurz nach meinem Geburtstag. Oder an meinem Geburtstag ist ja Wacken immer gewesen. Mhm. Oder ist es ja heute auch noch. Ist ja immer so am zweiten, dritten rum ist es ja immer an dem Wochenende. Und ja, im Prinzip ist es darauf hinausgelaufen, dass halt meine Mutter, die eigentlich nach Hause kommen sollte nach der Arbeit, und sich um die Oma kümmern, bevor sie dann wieder zu ihrem komischen Macker fährt, das einfach nur ein- oder zweimal gemacht hat. Der Pflegedienst hat sie früh rausgesetzt und abends wieder reingesetzt. Und die waren sonst den ganzen Tag alleine auf ihrem Stuhl geguckt, hat da entweder geschlafen oder trübsinnig aus dem Fenster geschaut und konnte nichts machen. Rumlaufen hat sie nicht kennt. Und wenn sie rumgelaufen wäre, hätte sie sich wahrscheinlich irgendwo hingekaut und wäre hingeflogen und hätte sich total verletzt. Ja. Toll, Rainer. Und wer war die ganze Zeit eigentlich da? Du. Du hättest ja mal mit der Oma was machen können. Hätte ich gesagt gehabt. Eieiei, das muss ein Leben sein. Also wenn man von Rainer abhängig ist, das ist, stelle ich mir richtig schlimm vor. Ich will jetzt nochmal zum Mitschreiben. Also du bist auf das Konzert gegangen. Dein Vater war da schon nicht mal unter den Festival halt, ja. Ja, genau, dein Vater war da zurzeit nicht mehr unter den Lebenden und die wussten, wer es wächst, deine Oma wäre im Pflegedienst und dann sind sie einfach abgehauen und haben sich nie wieder gemeldet, oder wie ist das? Naja, also, gemeldet haben sie sich schon, aber im Laufe der Zeit hat sich das dann irgendwann total verflüchtigt und auch erledigt gehabt. Aber sie sind einfach abgehauen, also einfach Sachen gepackt und dann so ganz schnell weg, bevor mein Sohn wiederkommt. So in ja, die sind geflüchtet. Und vor was und wem? Einerle. Der sich dann wie der Patrick Hart in diesem Haus aufgeführt hat. In der Richtung? Meine Mutter hatte da mal gepackt, ist der Scherz daran. Die hat ein paar einzelne Sachen mitgenommen und das war's. Pass auf. Die hat oben das Schlafzimmer meiner Eltern zugesperrt. Schon mal das Erste. Ja. In dem Zimmer habe ich ja dann Jahre später dann auch geschlafen. Ach du meine Güte. In dem Elternschlafzimmer schlafen. Also in demselben Bett. Er wird ja nicht ein anderes Bett da reingepackt haben. Ist schon irgendwie komisch. Und das war ja quasi mein Schlafzimmer. Das kennt ihr ja vielleicht aus den alten Videos noch. Und das Arbeitszimmer, das war einfach nur ein Zimmer. Das ist eigentlich, da war alles zugestellt. Die hat in dem Zimmer, ihr haltet mich für, oder mich halten viele für Messi? Von wegen. Meine Mutter vielleicht, ja. Aber ich garantiert nicht. Ich bin zwar nicht ordentlich, ja, ich bin eine echte Schlammsau, aber an meine Mutter komme ich trotzdem nicht ran. Mir ist es trotzdem verhältnismäßig sauber. Auch wenn sauber? Verhältnismäßig? Nee, da ist nichts sauber.
Also ich erinnere nur mal an die Treppe, die bei der Kevin Wolter Tour gefilmt wurde, wo die da hochgehen und es war nur an den Stellen sauber, an denen man seine Füße setzt. Und der Rest war verstaubt und widerlich. Dieses Haus hat nach dem Auszug der Mutter wahrscheinlich nie wieder in irgendeiner Form einen Wischmopp gesehen oder einen Staubsauger. Wenn ich mal sofort zum Kern bin. Naja, das hört sich jetzt... Jedenfalls, in dem Raum war alles vollgestellt. Den habe ich mit meiner Schwester, die damals, nachdem mein Vater gestorben ist, ich und meine Schwester haben uns nie groß vertragen, aber als mein Vater gestorben ist, oder unser Vater, sind wir uns erst wieder näher gekommen, bevor wir uns endgültig verabschiedet haben. Ich habe zu meiner Schwester und meiner Mutter heute keinen Kontakt mehr. Die wollten einfach abhauen und wollten nicht mehr bei dir sein, oder wie ist das? Also... Das hat damit nichts zu tun gehabt. Ja, und jetzt frag dich mal, Rainerle, warum? Warum sind die abgehauen? Vor dir. Und wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Schaffst du diesen Zusammenhang herzustellen? Natürlich nicht. Schuld sind die Hater. Sie schieben es mir in die Schuhe, dass ich unausstehlich geworden bin und unerträglich geworden bin und dass ich über alles gemeckert habe und was auch sicher lässt. Merkwürdig, oder? Es ist so merkwürdig, dass aber auch jeder, selbst deine eigene Familie, dir sagt, du bist eine widerliche Person, du bist unausstehlich. Aber nein, Schuld sind immer die anderen. Ja. Das ist so ein Scheiß. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Ich bin damals noch ganz normal arbeiten gegangen. Ich bin früh aufgestanden. Ja, und ja, ich war ja schon 20, 21. Ich bin aufgestanden, habe mich angezogen oder habe mich, je nachdem halt, wie es war, habe mich noch geduscht, falls ich mich nicht am Vorabend geduscht habe. Habe mich halt geduscht, habe mich fertig gemacht und bin dann halt auf Arbeit gefahren. Nachmittags bin ich wieder heimgekommen. Die Woche drauf war dann Nacht, war dann Spätschicht. Da habe ich dann früh gepennt. Da kam meine Mutter in der Früh rein. So um 5, 6 Uhr früh und labert mich irgendwas zu im Halbschlaf, dass ich irgendwie Rasen mähen soll. Im Halbschlaf, früh, um 5 Uhr. Gerade aus der Arbeit gekommen, weißt du, vielleicht vorher, wenn es Donnerstag war oder was, war ich Donnerstag, bin ich damals... Nachtschicht oder wie jetzt? Spätschicht. Ach so, ich dachte jetzt 5 Uhr morgens. Ja, 5 Uhr morgens hat sie mich da angeschrieben, aber ich bin Donnerstags, bin ich dann nach der Arbeit, wir haben bis 23 Uhr gearbeitet, bin ich nach der Arbeit meistens noch direkt, habe mich auf der Arbeit geduscht, habe mich angezogen und bin dann direkt in die Disco gefahren. Donnerstag, Freitag, Samstag meistens. Und habe ja, bevor sie zur Arbeit gefahren ist. Und dann habe ich das um 5 Uhr morgens, ja, ich bin um 6 Uhr oder was bin ich, ich bin um 4 Uhr oder was bin ich heimgekommen oder um 3 Uhr, habe mich hingehaut, die kommt 2 Stunden später rein, während ich penne und sagt zu mir irgendwas. Und dann erwartet sie von mir, dass ich bei der Spätschicht um 2 Uhr fange ich oder um halb 2 fange ich wieder an zu arbeiten. Das heißt, ich gehe bin um ungefähr 12 Uhr aus dem Haus gegangen und ich habe bis ungefähr 10 Uhr gepennt, ja, oder bis 11 Uhr. Und dann habe ich mich direkt geduscht und bin wieder auf Arbeit. Und dann hat die in dem Zeitraum von mir erwartet, dass ich früh um 5 Uhr sofort aufrumpel, mich dusche oder nicht einmal mich dusche, sondern gleich Rasen mähe, mich dusche und auf Arbeit gehe. Obwohl ich nur 2 Stunden gepennt habe und ich war 21. Ja, irgendwie ist da so eine Logiklücke drin, oder? Also er hat bis 23 Uhr gearbeitet. Dann war er in der Disco bis 4. Hat sich dann hingelegt zum Schlafen, hat nur 2 Stunden geschlafen. Seine Mutter kommt rein und sagt, hier, du musst noch den Rasen mähen. Und um 13:30 muss er wieder arbeiten. Da stelle ich mir doch ein paar Fragen. Zum einen, warum gehst du in die Disco, wenn du am nächsten Tag wieder arbeiten sollst? Geh doch einfach ins Bett pennen. Aber gut, wenn man 21 ist, kann man das vielleicht noch machen. Da ist man noch jung und aktiv. Alles gut. Aber dann, die Mutter ist arbeiten gegangen noch und war dann um 6 Uhr bei dir im Zimmer und hat dir gesagt, das kann ich mir schwer vorstellen. Warum hast du da nicht gepennt? Ach, das ist...
Rainer und Zahlen und Rainer und sein Lülülü. Wenn jemand von euch noch 21 oder in dem Alter ist, da wird er wahrscheinlich nicht früh um 5 ans Rasenmähen denken. Und wenn er arbeiten geht und dann am Wochenende noch feiern oder am Donnerstag, Freitag, Samstag, ich weiß nicht, wie ihr feiern geht, oder Gangenszeit, also ganz ehrlich, ja. Und vor allem jedes Mal gebracht. Würden einen ja auch umbringen, oder nicht? Wenn du morgens um 5 uns anfängst mit Rasenmähen. Nee, die hat ja damit gerechnet, dass ich um 8 oder was aufstehe und Rasenmähe, aber das ist das Ganze vergessen, wenn ich 3-4 Stunden muss pennen. Vor allem, dann hast du den ganzen Tag einen Knochenjob, ja. Muss den ganzen Tag hart ranklotzen. Die Hater meinen ja immer, ich habe mich da hingeguckt und habe da 2 Stunden lang zugeschaut, wie die Arbeit läuft. Wegen. Einer, der fränkelt, einer, der denkt sich gerade was aus. Das können die vielleicht machen, weil die alle einen guten Abschluss haben. Aber ich ohne einen guten Abschluss habe ja nie die Chance gehabt, sowas zu machen. Hättest du auch locker deinen Abschluss nachholen können. Wo ist das Problem? Ich bin halt rumgerannt wie ein Irrer. Von 3 Hallen, von einer Halle in die andere Halle gerannt, aufgerannt, runtergerannt, übergerannt, rübergerannt. An die Maschine, 2 Stunden an der Maschine herangeklotzt, rüber in die andere Halle, da noch 2 Stunden an der Maschine geklotzt, darüber 5 Minuten an der Maschine, 5 Minuten an der Maschine, da ein Abgluss für die Pause, da ein Abgluss für die Pause. Und das hast du den ganzen Tag gemacht, ja. Wenn Rainerle fränkelt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Geschichte auf jeden Fall so nie passiert ist. Wahrscheinlich in seinem Kopf hat das so stattgefunden, Rainerle, der hochprofessionelle Arbeiter, hat an jeder Maschine gearbeitet. Ganz bestimmt. Glaubt ihr das wirklich? Nein, kein Mensch glaubt das. Du bist aus jedem Job nach 2 Wochen rausgeflogen, Rainerle. Es gibt den Lebenslauf online von dir. Du stehst auf den, bei den Zeitarbeitsfirmen stehst du auf der roten Liste. Wer soll dir das glauben? 8 Stunden lang. 9 Stunden lang. Aber was ich nie so wirklich kapiert habe, du hattest ja auch schon mal in früheren Gesprächen ja gesagt, dass deine Mutter da irgendwie einen anderen gehabt hätte und sowas. Die hat sich dann mit dem Macker zusammengetan von einem Freund meiner Schwester, einem Freund meiner Schwester, nicht ihrem Freund, der da bei uns dauernd rumgehangen war. Das Geilste ist, ich konnte den Typen nicht ausstehen, weil der Typ ein bisschen. Naja, der hätte eigentlich mehr als einmal schon im Knast landen sollen, ist er aber nicht. Ähnlich wie bei dir. Weil er sich irgendwie mal raus hat winden können. Habt ihr was gemeinsam? Ja, dem bin ich auch schon Bommel fast in die Faust gerannt. Und hab mit dem schon oft Stress gehabt und alles. Und es ist auch kein so Leichtgewicht wie die ganzen Kasper, die vor meiner Haustür stehen. Es ist ein richtiger Muckifuzzi. Ja, also was er tun gehabt, also der hat Power und der hat dann die ganze Zeit bei uns da haben rumgeeiert und alles. Das Geilste ist, ich habe damals mit ein paar Kumpels aus der Disco, ich bin ja immer in die bestimmte Disco gegangen und habe da immer die gleichen Leute getroffen oder fast immer. Da wollten wir halt einfach mal bei mir chillen, ja, wir wollten grillen auf dem Hof und alles, wir wollten da rumeiern. Aus Nürnberg die Leute abgeholt und alles mit ein paar anderen Kumpels, die hier noch aus der Nähe waren oder sind. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will das und ich habe es auch dem selber gesagt, weil ich sage das den Leuten ja immer direkt ins Gesicht. Ich bin ja keiner, wo das hintenrum sagt. Ich habe gesagt, ich will. Das stimmt nicht. Du ziehst auch gerne über Leute her, die nicht dabei sind. Abby, nur mal so als Beispiel. Dass du an diesem Tag nicht hier auftauchst. Was ist? Der hockt wieder vor der Tür. Ey, hallo? Der hat mir vorher zugesichert, dass er es nicht macht. Dann denke ich mir letzten Endes einfach nur noch wieder, was soll denn das, Alter? Aber wann muss das denn gewesen sein? Meine Kumpels waren natürlich hinter mir gestanden. Wir haben den dann ganz schön verarscht und alles und fertig gemacht, weil da kann ich Bock gehabt drauf. Ja, aber das wundert mich. Weißt du, ich meine, dein Vater war ja hinterher eben nicht mehr. Und da war mein Vater noch da. Also das war zum Ach, Zeitpunkt, da war er noch da. Noch da war. Und mit dem Vater von dem Typen ist meine Mutter dann zusammengekommen. Ach, mit dem Vater von dem Typen? Ja. Wo du nur nicht wolltest, dass er da war. Ja, genau. Mit Ach dem so, Typen ich dachte, das wäre der Typ gewesen. Nee, der Vater von dem Typen. Na ja, und ja, das ist schockierend. Ja, und das ist eine richtig, richtige Assi-Familie, Alter. Oh, das sagt Rainer. Ach du meine Güte. Ey, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der Freund von seiner Schwester Ramona, der Vater, ist mit der Rita zusammengekommen. Ach du meine Güte. Mutter von denen irgendwie abkaut, mehr als einmal irgendwie. Der Vater versucht die irgendwie heute noch zu finden. 3 Kinder, was schon.
LKW-Fahrer den ganzen Tag unterwegs, warst schon monatelang unterwegs, irgendwie vielleicht einmal oder was im Jahr da, oder ja, einmal im Monat oder was, einmal kurz da. Komm, geh auf die Sau. Und dann, wie war das? Ja, und dann ist hat meine Mutter ihren Job mehr oder weniger von heute auf morgen, hat sie gesagt, sie kommt nicht mehr, hat sich ein Jahr beurlauben lassen, unbezahlt natürlich, hat sich ein Jahr beurlauben lassen und ist dann mit dem, oh, mein Bauch, ist dann mit dem über ein Jahr oder anderthalb Jahre mit dem immer auf Achse gewesen. Aber darf ich mal was fragen? Hast du noch Kontakt deiner Mutter oder weißt du, wo sie wo wohnt und so? Weißt du, wo sie wohnt? Ich weiß, wo sie wohnt, aber Kontakt habe ich zu der da schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Seit ungefähr einem Jahr gar nicht mehr. Aber du hattest hier und da noch Familientreffen gehabt mit der oder wie? Was? Nein. Also. Von meiner Familie, Onkels, Tanten, alle. Keiner von denen hat mit der dann noch Kontakt oder will mit der dann noch Kontakt haben, bis auf eine Person. Und das ist auch eine Person, die ursprünglich, das ist die Schwester, eine der Schwestern, die haben, sind ja ein Haufen Kinder gewesen. Warte mal, ich will das hier gerade wegmachen. Mal los, geh ab. Das ist nicht ausschütten. Ach komm, leck mich doch. Warte mal, ich will das gerade nicht ausschütten, aber ich will hier das abschneiden. Was? Jetzt. Die war hier bei uns jeden Tag, zwei, dreimal am Tag, oft auch nach der Arbeit, vor der Arbeit und was weiß ich alles. Und als dann meine Schwester gestorben, als mein Vater dann gestorben ist, das ist die Patin meiner Schwester gewesen, die ist dann irgendwann nicht mehr gekommen. Und ich habe dann auch irgendwie keinen Kontakt mehr zu der gehabt. Die am Anfang ist sie noch ab und zu mal gekommen, hat mir geholfen, auch meine andere Tante, mein Patenonkel, mein Onkel und alles. Aber die ist dann irgendwann einmal gekommen und ich habe dann auch den Kontakt zu der oder nicht abgebrochen, sondern einfach den Kontakt verloren, weil man halt mal ein neues Handy hat oder was weiß ich. Und das gilt dann auch für die anderen Tanten und Onkels. Ich weiß zwar, wo die alle wohnen, aber hat sich alles erledigt. Ja. Komisch, dass sie alle nichts mit dir zu tun haben wollen, Rainer. Dass du da aber auch wirklich nicht so den Zusammenhang erkennst, dass du derjenige bist, ne? Mit dem kein Mensch was zu tun haben will. Das hört sich jetzt zwar ein kleines bisschen suspekt an, ich weiß das schon, aber in einem Stream, das ist schon Monate her, da hatte einer, glaube ich, mal einen Link. Weiß gar nicht mehr, ob das auf Twitter war oder ob das in einem Stream war. Irgendwo war ein Link. Da bin ich mal draufgegangen, dachte einfach mal nichts Böses, habe nichts dabei gedacht. Und da war dann ein Bild auf jeden Fall, da hatte mich der Link hingeführt. Da warst du dann nämlich, ich glaube, da war deine Mutter und deine Schwester auch, bin ich mir nicht sicher. Und da ganz viele andere standen da noch. Es ist ein Bild, das ist älter als. Es ist über ein Jahr älter, als mein Vater gestorben ist. Ach, ernsthaft jetzt? Da ist meine Großmutter gestorben. Eine meiner Großmütter ist ja ein Jahr vor meinem Vater gestorben. Ich bezeichne das ja immer als meine drei Höllenjahre. Im ersten Jahr ist meine Großmutter gestorben, die ich sehr geliebt habe. Im zweiten Jahr ist mein Vater gestorben. Und im dritten Jahr ist die Firma, in der ich gearbeitet habe, pleite gegangen. Das sind die drei Höllenjahre meines Lebens bisher. Dachte, Und deine das sind. Großmutter wäre es vor kurzem. Ja. Die andere. Ach so, Ich habe ja zwei. Ich ach so. sag der eine der beiden. Ach so, Und die ja, gut, erste ja. und stärkere, die auch noch vorher da war, die ist ein Jahr vor meinem Vater gestorben. Also mein Vater ist ein Jahr später gestorben. Oder fast ein Jahr. Deswegen sage ich ja, das sind die drei Höllenjahre meines Lebens. Weil die Frisur, die du Ach, auf diesem Bild hattest, Autsch. das war auf jeden Fall die, die du jetzt hast. Also das Ja, war weil ich die relativ. Frisur immer habe, wenn ich die Haarlänge habe. Also weil damals hattest du ja noch so lange Haare gehabt. Ja. Die Höllenjahre, die drei Höllenjahre. Ja klar, es ist scheiße, wenn jemand stirbt. Ein geliebter Mensch von uns geht. Kann ich nachvollziehen, dass das schwierig war für Reinerle. Die Firma, die pleite gegangen ist, der Plaste Jakob. Und da verschweigt er aber ganz gerne, dass die übernommen wurde von einer anderen Firma und so ziemlich fast alle Mitarbeiter mit übernommen wurden. Außer Rainer. Ne? Ach, das war jetzt so Ähm, 2013. nee, pass auf. Ich habe mir schon die Haare wachsen lassen, bevor meine Oma gestorben ist. Aber als meine Oma gestorben ist, habe ich für die Beerdigung meine Frisur noch einmal kürzer gemacht, weil meine Oma immer gesagt hat, die mag die Haare kürzer. Das habe Also ich. so, als sitzt der Respekt noch vor ihr. Genau. Das habe ich bei meinem Vater später nicht gemacht und habe dann die Haare wachsen lassen und habe dann auch 2 Jahre oder was gebraucht, bis ich auf YouTube so bekannt war,
Weil ich habe im letzten Jahr, in dem Jahr, nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich ja ein Internet gehabt und da habe ich mit meinem YouTube-Account angefangen. Im September, nee, nicht im September, im November, am 11., ich sag's immer gerne, am 11.11.2011 habe ich das erste Video meines Lebens hochgeladen. War damals eigentlich nur für mich und meine Kollegen und so und meine Freunde, also meine Arbeitskollegen und meine Freunde als Scherz gedacht. Oh mein Gott, einer als Scherz, ja. Ist auch Scherz gewesen. Vater-Tribut, dachte ich, oder nicht? Was? Nee. Das ist ein ganz anderes Video gewesen. So. Viel älter, das ist viel älter, das Video gewesen. Aber gibt es das noch irgendwo, dein allererstes Video? Meine ersten 10 Videos habe ich aus einem Fehler heraus alle gelöscht. Sehr ärgerlich, weil ich habe nämlich ich habe in der Küche und im Wohnzimmer oder im damaligen Wohnzimmer eine Tür gehabt. Diese Tür war von der Wohnzimmerseite aus zugemacht und von der Küchenseite aus als Regal umfunktioniert worden. Also da war eine Tür, die ist auch heute noch drin, und da war ein Regal in dieser Tür quasi eingebaut. Als du quasi aufgemacht hast, stand es zwar im Schrank. Ja. War zwar kein sonderlich langer, also kein sonderlich tiefer Schrank, aber ich weiß nicht. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese kleinen Abstellräume oder so. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese kleinen Gewürzdinger, diese Streuer, wo man im Laden kaufen kann, diese runden. Ja, diese so. Da gibt es Schränke für. So drei, ja, ich meine jetzt schon diese höheren da, diese Pfeffer, Zimt, Curry und so weiter. Und wenn du da drei hintereinander gestellt hast, hast du ungefähr die Länge von dem Schrank gehabt. Aber jetzt mal nochmal so eine Frage, du hattest ja gesagt, diese ganzen Sachen da aus deiner früheren Jugend sind ja alle mit deinen Kumpels passiert, größtenteils. Jetzt mal eine ganz komische Frage. Man hat ihn ja einmal gesehen. Das hat mich jetzt einfach interessiert, weil der Typ stach schon aus der Masse ein bisschen heraus. Dieser Daniel Richter, der Typ. Das ist jetzt der Einzige, mit dem ich wirklich immer Video gemacht habe, beziehungsweise abgesehen natürlich von Barcelona, von Drachenbruder oder Drachenschwester oder Drachenlady. Die Drachenlady, der Drachenbruder, ja. Das sind so zwei Gestalten gewesen. Ja, Hauptsache ein Auto, der wo fährt. Quasi abgesehen von den beiden war das der Einzige, mit dem ich wirklich ein Video gemacht habe. Ja, und der dunkle Parabelritter, Kevin Wolter. Naja, gut, das war 2017, da gab es noch nicht so viele. Aber was waren denn deine ersten Videos? Was hast du da so gemacht eigentlich? Meine ersten Videos waren einfach nur Headbanging. Das war einfach nur mein ganzer Kanal. Der ganze Kanal Drachenlord war eigentlich, der Name war einfach nur, weil mich schon immer Drachen fasziniert haben. Und auch ein bisschen als Ärgernis für meinen Kumpel, weil mein Kumpel immer gesagt hat, du wirst keinen Namen mit Drache hinkriegen. Du wirst dir keinen Accountnamen im Internet machen können mit Drache, weil es einfach zu viele Leute gibt, die sowas machen. Nein, was sagt er jetzt? Ja. Jetzt glaubt er dir. Ja, jetzt schon. Wahrscheinlich. Aber der Name Drachenlord rührt hauptsächlich daher, weil ich halt einen Namen gesucht habe und mir halt gedacht habe, Drachenlord. Und ich habe damals halt ein Buch gelesen, das heißt Der Herr der Drachen. Und da geht es halt auch um einen Drachenlord. Und, oder um sowas ähnliches. Also Drachenlord fällt da, glaube ich, irgendwo mal in dem Buch. Lesen ist ewig, ja. Wie auch immer. Jedenfalls, ich habe jetzt ein Buch gelesen, da ging es um den Herr der Drachen und so weiter und aber auch irgendwas mit Drachenlord und so weiter und mit Beschützer und sonstigem Zeug, da kommt eigentlich dieser Name her. Wie ich klein war, hat sie sich bis ins Büro hochgearbeitet. Danach hat sie wieder normal in der Firma gearbeitet, weil sie ein paar Jahre weil mein Vater da ein bisschen Druck auf sie ausgeübt hat und gesagt hat, sie soll aus der Firma wieder rausgehen, weil wir Kinder, wir hatten halt schlechtere Noten, ich vor allem. Und ja, das hatte natürlich nichts mit ihr zu tun oder damit zu tun, dass ich nicht in der Schule war oder was, also in der Schule Dings hab, sondern es hatte bei mir hauptsächlich damit zu tun, dass ich mir halt zu viel Gedanken und zu viel Sorgen um den ganzen anderen Scheiß gemacht habe und dann eigentlich immer wieder die Schule geschwänzt habe. Ja, das hatte auf jeden Fall nichts mit deiner Faulheit zu tun. Du hast dir nur andere Sorgen gemacht. Ja. Ja. Ich habe bestimmt. Hätten wir sie in Japan, ich würde wahrscheinlich heute noch in der Schule hocken. Ja, wobei vielleicht jetzt nicht mal ganz, weil ich zum einen zu alt bin und zum anderen, weil ich jetzt ganz anders mit dem ganzen Hater oder dem ganzen Scheiß umgehe. Wieso Japan? Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Warum sollte er immer noch in der Schule sein, wenn er es so wie in Japan wäre?
Die haben doch auch ein klassisches Schulsystem, oder nicht? Oder irre ich mich da gerade? Wie ist aber das denn in Japan? Also muss man dann ja, in Japan mal ist länger so, absetzen, oder wie? Ja, in Japan ist es so, wenn du zu viele Fehltage hast, oder zumindest Zeug, also ich setze das aus dem Anime Clanet heraus, dass es da so läuft. Okay, Rainer, da hat sein Wissen aus Animes. Natürlich, woher auch sonst? Weil meistens diese Sachen, die kannst, sowas kannst du ja meistens aus den Animes rausziehen. Hm. Also Schulsachen, die oder Regeln oder sowas, das machen die ja oft so, dass das jetzt so übernommen wird. Und da ist es wirklich so, wenn du zu viele Fehlstunden hast in einem Jahr, weiß nicht, ich glaube, das gibt es sogar bei unserem Gymnasium oder so, dann musst du das Jahr wiederholen. Es gibt ein Gymnasium in Skanskirchen. Das ist doch in jeder Schule so. Wenn festgestellt wird, du hast nicht den erforderlichen Stoff, also das Wissen über den erforderlichen Stoff erlangt, der in diesem Schuljahr gelehrt wird, dann musst du die Klasse wiederholen. Das ist doch bei uns genauso. Aber Rainer war halt auf der Sonderschule. Da wird halt durchgeboxt. Rainer, der hat ja auch keinen Schulabschluss. Er hat ein Schulabgangszeugnis. In den Skirchen gibt es kein Gymnasium in Neustadt. Achso. Kann auch sein, dass es von Schule zu Schule ist. Ich weiß es nicht. Aber in Japan ist es auf jeden Fall so, dass wenn du zu viele Fehltage im Jahr hast, dass du das die Klasse wiederholen musst. Mhm. Da ist es auch egal, was du für Noten hast, soweit ich weiß. Ja. Soweit ich weiß, ja. Dein Wissen, Rainer, das bezweifle ich doch ein bisschen. Ich hab's mal schnell gegoogelt. Bei Wikipedia zum japanischen Schulsystem steht geschrieben, während der Schulpflicht gibt es kein Sitzenbleiben wie zum Beispiel in Deutschland. Praktisch jeder Schüler wird automatisch versetzt. Quelle Wikipedia. Aber Rainerle hat natürlich seine Quelle Anime. Gut, weiter. Unterschiedlich. Naja, eine Woche lang vielleicht jetzt nicht ganz, aber ich habe schon mal ein paar Tage geschwänzt oder so. Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Skier. Ich habe den Bus absichtlich verpasst, habe gewartet, bis meine Eltern auf der Arbeit sind. Bin dann zum Arzt gefahren, habe mir eine Krankmeldung geben lassen, habe aufgepasst, dass mich niemand erkennt, der mich kennt, was damals schon sehr schwierig war, weil halt im Skirchen, da kannte ich halt immer jeden. Ich kannte da jetzt schon, als ich klein war, halt viele Leute. Da sprechen mich heute noch Leute an, die ich überhaupt nicht kenne und die mich aber schon von früher kennen. Wie auch immer, jedenfalls habe ich mir dann Entschuldigung geben lassen, bin dann zu meinem Kumpel seiner Mutter gefahren, die ich wusste zu Hause ist, habe ihr die Entschuldigung gegeben, habe gefragt, ob sie die Krankmeldung, die ich von mir vom Arzt gegeben habe lassen, ob sie die ihrem Sohn mitgeben kann, vom damaligen Kumpel, und der hat die dann in der Schule bei meinem Lehrer abgegeben, basta. War ich mal ein paar Tage krank. Aber, Er hat dann am nächsten Tag abgegeben. Genau, richtig. Was hast du dann in der Konntest Zeit du ja an dem Tag nicht mehr abgeben, ganz klar. Aber da ich ja in Bad Windsheim in der Schule war und Bad Windsheim von hier 36 Kilometer entfernt ist, kann ich das schlecht mit dem Fahrrad abgeben. Oder selber hinfahren. Aber eben zurück zu dieser zu Daniel Richter nämlich. Das hat mich nämlich mal interessiert. War das eigentlich schon so dein Jugendkollege? War ja da schon dein Kumpel mit den anderen? Er ist ein paar Jahre jünger als ich und zu ihm mache ich keine Aussagen, so wie ich es immer gemacht habe. Ich werde niemals Aussagen zu Leuten machen oder euch anlügen. Deswegen. Ich würde dich nie anlügen, nein. Rainer sagt immer die Wahrheit. Da könnt ihr von ausgehen. Das doch immer, das war ein Kumpel, richtig, damit es nicht weder wahr noch falsch ist. Also das. Deswegen sage ich ja immer, viele der Lügen, das betrifft viele, viele Lügen, die ich jemals gesagt habe. Übrigens, Arbeitspulli stimmt. Wollt ihr wissen, warum Arbeitspulli? Das wollte ich jetzt nochmal kurz klären. Den Arbeitspulli, was? Nein, Arbeitspulli, wenn ich arbeite und auf der Arbeit einen Pulli anhab, ich ziehe doch auf der Arbeit keinen Pulli an, den ich zum Beispiel in der Disco oder auf Festivals oder so anziehe. Weil der wird ja kaputt. Deswegen Arbeitspulli. Darüber lachen immer alle. Ich finde das gar nicht lustig. Ich finde das sinnvoll. Ja, Rainer, dagegen sagt dir auch niemand was, dass du einen Pulli auf der Arbeit anziehst, der wirklich nur für die Arbeit ist. Aber du hast ja dieses Video gestartet damals und dann mit den Worten, oh, ich habe ja noch meinen Arbeitspulli an, um zu zeigen, dass du ja arbeitest. So ein Quatsch. Auch damals bist du schon nicht zur Arbeit gegangen und hast geschwänzt. Kriselkrätze und alles, ne?
Ich habe auch auf der Arbeit keine Band-Shirts oder Shirts, die mir wichtig sind, an. Genauso wenig wie Hosen oder Schuhe, die mir wichtig sind. Weil es gibt doch ein Bild von ihm, oder? Mit Band-Shirt auf der Arbeit. Oder war das Schule? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das ist Arbeit. Auf der Arbeit werden die Sachen kaputt. Die werden verschlissen mit der Zeit. Da ziehe ich doch nichts. Ja, weil hier arbeiten was anderes ist, wie wenn ich auf Arbeit renne. Wenn ich auf Arbeit renne und in einer Maschine hängen bleibe mit meinem Pulli oder sonst was und mir ein Loch reinreißt, dann ist es mir lieber, dass es der Pulli ist, als wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, meinen Band-Shirt-Pulli von Disturbed, den ich wirklich habe tatsächlich übrigens, den ich nur nie anhab, ist es mir lieber, dass es der Pulli ist, als der andere. Ich glaub, das Phänomen um den Arbeitspulli ist eher deswegen entstanden, weil du eben der Zufall da war, dass du direkt am Anfang des Videos ja direkt gesagt hast, oh ja, ich habe meinen Arbeitspulli noch an, weißt du, so nach dem Motto. Weil ich da direkt nach der Arbeit reingekommen bin, die Kamera angemacht habe und direkt losgelegt habe. Ja, nee, damals habe ich auch Zeug noch kaum geschnitten, ja. Das erklärt, ich dachte jetzt, weil viele denken dann, du würdest damit meinen, ja, seht ihr her, ich arbeite, das ist alles wahr. Naja, es hatte schon seinen gewissen Grund, dass ich ihn da erst noch ausgezogen habe, klar. Ach so, ja. Okay, alles klar, einer. Da allerdings so ein. Naja, es war bis zu einem gewissen Grad gestellt. Also, ich habe ihn bewusst angelassen, aber ich kam im Prinzip wirklich zur Haustür rein, oder halt zur Zimmertür rein, die Kamera angemacht, habe mich hingesetzt und habe dann halt direkt den Pulli ausgezogen. Also, es war schon bis zu einem gewissen Grad beabsichtigt, aber es war halt ja, gestellt. Klar sah es gestellt aus. Aber es hatte halt wirklich. Nee, klar sah es gestellt aus, ja, es war ja anscheinend auch gestellt. Wirklich Hand und Fuß. War vor allem deswegen so, weil halt viele sich schon damals darüber lustig gemacht haben, dass ich angeblich gar nicht arbeite. Im damaligen Zeitpunkt habe ich zwar die Firma, in der ich gearbeitet habe, nicht mehr gehabt, aber ich habe ja trotzdem noch gearbeitet. Manchmal, zumindest in verschiedenen Firmen. Ja. Zeitarbeit halt, ne? Da wirst du ja immer von einer Firma in die nächste geschoben. Aber man. Ja, als ungelernter Dulli, ja. Also der dann wahrscheinlich nur die Halle fegen soll, klar. Wenn jetzt zum Beispiel in Emskirchen jetzt bei euch Leute keine Arbeit haben und sowas, brauche ich dann ja nicht sowas wie eine Suppenküche dafür, für solche Leute oder nicht? Wir sind ja nicht in der Stadt. Also in Nürnberg oder sowas findest du sowas bestimmt oder auch in Erlangen und sowas. Bei uns gibt es sowas nicht. Aber im Normalfall, also bei uns ist das Problem, viele arbeiten auf dem Bau. Problem deswegen, weil ich nicht auf dem Bau arbeiten kann. Ich habe Höhenangst. Und zwar so große, dass ich, wenn ich schon auf einer wackeligen Leiter bloß auf 2-3 Stufen stehe, schon Panik kriege. Deswegen kann ich auf dem Bau nicht arbeiten. Bescheuert, Rainer. Also, du musst ja nicht hoch irgendwo auf ein Gerüst klettern. Das würde sowieso keiner von dir verlangen. Warum sollten sie? Aber du kannst doch auf dem Bau Steine von A nach B schleppen. So. Hast du schon mal in der Suppenküche? Ja? Er ist ja nicht wackelig. Der Balkon ist umzäunt und der Balkon ist nicht wackelig. Der Balkon ist sogar so fest, also die Umzäunung vom Balkon ist sogar so stabil, dass ich mich da sogar mit meinem ganzen Gewicht hinlehnen kann. Das habe ich schon oft gemacht, habe mich da hingelehnt und habe da einfach, keine Ahnung, Gameboy gezockt oder das gelesen oder sonst was oder habe halt einfach mal ein bisschen die Sonne genossen. Meistens so auf der Hofseite habe ich das dann gemacht, so Hofrichtung. Und da ist es das Geile, da ist ja dann das Dach, ne, auf der Hofseite und der Zaun und die Umzäunung. Die ist nur unten befestigt. Die geht einmal nach unten und einmal nach links in die Wand. Aber nur unten an der Ecke. Die ist oben gar nicht befestigt. Und trotzdem ist sie so stabil, dass ich mich da locker hinlehnen kann. Die hat mein Was für ein super Zaun. Vater gebaut. Ja, gut. Der Balkon ist ja auch erst gebaut worden. Den Balkon hat auch erst mein Vater gebaut, tatsächlich. War dein Vater handwerklich sehr geschickt? Also war er. Mein Vater ist gelernter Schmied gewesen. Das ist nice. Ja. Der immer vor, würde jetzt auf eine Convention gehen wollen oder sowas und der hätte dir so richtig gesperrt, vielleicht die Spitze abschneiden können. Nee. Du musst unterscheiden zwischen Handwerksschmied und Waffenschmied. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe jetzt gerade an den Mittelalterschmied im Klischee gedacht. Habe ich auch anfangs gedacht, damals, wie ich klein war, dass ich richtig gedacht habe. Aber mein Vater war Handwerksschmied. Waffenschmied hast du damals noch mal gebraucht, weißt du? Das war ja, ja. So alles, mein Vater ist auch nicht gewesen. Nee, das war ein ganz normaler Handwerksschmied. Der hat den Zaun oben um den Balkon, das Geländer von der Haustür, das Geländer bei meiner Tante auf ihrem Hof, die ja nicht hier wohnt, die wohnt ja weiter weg, und das Hoftor und hat noch einige andere Sachen gemacht. Das Hoftor ist ja nicht geschmiedet.
aber oben die oben der Zaun und das Geländer, also das Geländer oben und das Geländer an der Haustür, an der Treppe, das hat beides mein Vater gebaut. Das ist auf jeden Fall eine coole, also hat er auch beispielsweise... Ist halt jetzt so extrem gut, weil er halt da keine richtige Esse dafür hatte, also Esse ist ja, ich weiß nicht, ob es jemand weiß, aber Esse ist quasi das Teil, wo man das Eisen drinnen heiß macht, um es zu schmieden. Ach, Rainer. Ja, wieso hatte der Rudi denn damals keine Esse in eurem Hof? Hat halt keine richtige Esse gehabt, hat nur so provisorische Esse selber gebaut gehabt, aber hat nicht heiß genug richtig gewesen, um da richtig schmieden zu können. Auf Dauer ist es nichts gewesen. Der Rudi, der war schon Malocher, ne? Der hat sich anscheinend tatsächlich einen eigenen Brennofen gebaut, um Metall zu schmieden. Das ist... Ach, der auch... Die Werkstatt war ja auch komplett ausgestattet. Also was Rainerle da hinterlassen wurde, tja. Aber ja, Rainerle hat dann alles genommen und hat das dann zerstört. Wieso alles? Aber es hat gereicht. Könntest du nicht so gesehen selber auch Schmied werden, so in die Fußstapfen deines Vaters treten sozusagen, dass du viel handwerklich... Das Problem ist, dass heutzutage Schmied, also so richtiger Schmied, zum einen nicht nur... Was? Achso, ich dachte, du wolltest... Zum einen nicht nur gebraucht wird, nicht mehr... Naja, Schmiede gibt es nicht mehr so wirklich den Beruf, das ist jetzt Metallbauer. ...gebraucht wird, sondern auch das ganze Handwerk sich so weit verändert hat, dass ich weiß gar nicht, ob das wirklich noch als Schmied gilt, dieses Handwerk. Mhm. Aber selbst wenn, wird es heute ja anders gemacht wie damals. Aber ich habe eine sehr große Begabung für Arbeiten mit Metallwaren. Also ich kann mit Metall gut arbeiten. Das habe ich Ende der Schulzeit gemerkt. Klar. Also das Schwert, mit dem du rumgeschwungen bist, hast du das selber gemacht? Ist das eine Eigenkreation? Nein, um Gottes Willen. Das sagte er schon, ziemlich sagte er schon. Es ist ein Unterschied zwischen Waffen und Werkzeugschmied. Und oder das heißt ja nicht Werkzeugschmied. Aber ich habe nie was selber geschmiedet. Ich habe nur gesagt, dass ich ein Talent für Metallwaren habe. Ja, dann damit bearbeiten. Also schweißen kann ich ein bisschen, aber das ist schon zu lange her. Das sieht man im Hoftor. Wobei das nicht einmal ich geschweißt habe, das hat ein Kumpel von mir geschweißt. Und ich habe auch kein richtiges Schweißgerät und so weiter. Aber ich meine jetzt noch nicht mal, damit du dann Geld damit verdienen kannst. Ich meine, angenommen zum Beispiel bei euch war ein Schrottplatz oder so eine Kacke, da könntest du ja dann dein Material vom Beziehen bis, ja, gegen eine kleine Bezahlung oder vielleicht hast du Connections da und dann könntest du das extra dafür erlernen, dass du dann in deiner eigenen Scheune da bei dir im Haus, dass du alles auf Vordermann bringen kannst, vielleicht stärkeren Zaun, irgendwie da Scharniere oder so weiter herstellen. Oder? Ja, es ist alles da. Also die Sachen sind vorhanden, aber Rainerle schafft es nicht, diese auch zu nutzen. Weil stinkenfaul, unbegabt und teilweise auch dumm. Dummheit. Oder irgendwas. Vielleicht. Dann wendest du die ab. Derzeit mache ich im Haus sehr viel. Also zum Beispiel die Verkleidung von der Treppe abreißen, irgendwelche Wände mit Lackfarben beschmieren. Und. Tapeten von der Wand reißen natürlich und dafür Poster aufhängen. Die Küche auseinandernehmen. Ja, du hast richtig viel gemacht in der Schanze. Bestreite ich gar nicht. Ich mache momentan zu viel. Ich meine, man sieht es ja schon an im letzten Stream, den ich mit dem Handy gemacht habe, hat man es ein bisschen gesehen, dass ich schon ein bisschen angefangen habe zu tapezieren. Hm. Und auf Instagram habe ich ja jetzt zwei Bilder hochgeladen heute. Einmal vom Arbeitszimmer, das so weitestgehend fertig ist. Da muss ich morgen noch ein paar Kleinigkeiten machen. Muss mir noch Farbe besorgen, weil da wird zum Beispiel gar nicht tapeziert, da wird nur Poster an die Wand gehängt, so wie es jetzt sind. Da wird dann nur noch die Zwischenräume, die jetzt keine Poster haben, werden die Poster ein Stück angehoben, da wird darunter ein bisschen Farbe drunter gepinselt, dann passt die Sache. Im Wohnzimmer, im Gang draußen ist es dasselbe. Zumindest die eine Wand und da habe ich auch schon angefangen, da habe ich auf Instagram auch schon ein Bild hochgeladen. Nur dass es da schwarz-weiß ist, das sieht man es nicht so gut. Das schaut ziemlich gut aus, so wie es jetzt ist. Ja. Yeah. Mann, wie kann ich denn das ausstellen? Das nervt mich langsam. Was denn? Auf Instagram, ich habe auf dem Handy ständig diese blöden Benachrichtigungen, wenn Instagram mich irgendjemand anschreibt und ich will das nicht. Das dauernd bekommen. Kann man irgendwo ausmachen. Ja, aber ich weiß nicht wo. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht. Schon tausende Sachen ausgemacht, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Nee, das sind Poster. Die sind an die Wand getackert, um genau zu sagen.
Also im Arbeitszimmer sind sie dran getackert, wobei man sagen muss, das sieht man gar nicht alles. Und zwar ist da rechts ja noch, also da sind ja zwei Softboxen, links eine, die sieht man ganz, und die rechte, die sieht man bloß zum Teil. Da steht noch ein Schrank, oben drüber ist das Jimi Hendrix Poster und unten drunter ist ein Deadpool Poster. Und da steht dann quasi noch, ja, und da steht dann quasi noch ein Schrank ohne Rückwand allerdings. Und da, ja, sind quasi meine Spiele und so weiter drinnen. Weißt du? Nee, gar nichts. Das ist einfach nur verputzt. Das war ja bis vor kurzem, war das ja gar nicht richtig verputzt. Das haben wir ja vor kurzem erst richtig verputzt. Und jetzt ist die Wand glatt und gerade, jetzt kann man da auch schon was hintackern. Da habe ich mir gedacht, okay, haue ich das große Matrix-Poster hin, weil es halt dann wirklich schön den großen Batzen halt schon mal verdeckt. Und dann halt auch links noch eine schöne, dann halt die etwas kleineren Poster drüber sind. Und die kann ich ja auch ein bisschen übereinander kleben, das macht ja gar keinen Unterschied, das passt ja. Nee, das passt auf jeden Fall. Also hätte ich genauso gemacht. Ich hätte auch überall Poster hingepappt, damit ja, ich den Flair einer 15-jährigen, eines 15-jährigen Kinderzimmers bekomme. So, ich habe das Bild nochmal eben schnell rausgesucht, von dem Rainer da jetzt redet. Das riesige Matrix-Poster, wie wir sehen hier, wunderschön. Und die kleineren Poster daneben. Das ist doch mal Kunst und kann weg. Dann passt das schon so. Ich habe ja das hinter mir, das seht ihr in meinen Streams immer. Mhm. Da sind die Poster ja auch ein bisschen übereinander geklebt. Das finde ich gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, es hat mir in den früheren 60er, 70er Jahren Filmen, wenn man diese Teenager-Rebellions-Metal-Zimmer gesehen hat oder Rock-Zimmer, Punk-Zimmer, da sind die auch immer total übereinander geklebt gewesen. Halten die eigentlich irgendwie was zusammen bei der Wand oder sowas? Stabilisieren die Poster irgendwas? Ja, klar. Das sind tragende Poster. Sicher. Oder bringt das nur verschönerungstechnisch was, wenn du die Poster dahin hängst? Also beziehungsweise ist jetzt, ich meine zum Beispiel, verdeckt das, ist das gut auch, also nimmst du auch Poster zum Verdecken oder nur zur Verschönerung? Eine merkwürdige Äußerung. Nee, ich mach das selber auch. Die decken doch, die denen doch nichts zusammenhalten. Nein, ich meine, da war beim Putz. Es geht darum, dass die was es geht darum, dass die das verdecken, ja. Weil ich nicht genug Kohle habe oder auch keinen Bock habe, Kohle dafür auszugeben, ist wahrscheinlich die bessere Aussage. Weil ich keinen Bock dafür habe, so viel Kohle für Farbe auszugeben. Weil Farbe ist teuer, Tapete ist teuer, außerdem ist Tapete sau nervig immer hinzumachen. Farbe geht ein bisschen schneller, aber ist halt dafür teurer. Und deswegen denke ich mir einfach YOLO, ich besorge mir einfach ein bisschen Farbe. Und überdecke halt den Rest mit Postern. Und da ich habe ja unglaublich, ich kaufe mir ungefähr noch 100 Poster, ja? Und ich kann das gesamte untere Erdgeschoss, also das gesamte Erdgeschoss, alles mit Postern tapezieren. Und zwar Gang, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Trainingszimmer und Küche und Gang. Ja, und dann hast du den feuchten Traum eines jeden 14-Jährigen. Rainer. Es geht ja auch darum, wie das aussieht. Du sagst ja schon, die Kinderzimmer aus den 60er, 70er Jahren zur Rebellenzeit oder was weiß ich. Aber das schlagende Wort ist hier Kinderzimmer. Rainer, du bist doch kein Kind mehr. Du wirst doch auch irgendwann erwachsen. Ich hatte damals auch mit 14, 15 Poster im Zimmer hängen. Klar, wer nicht? Aber die tauscht man dann irgendwann gegen normale Bilder aus, die man sich an die Wand hängt, je nachdem, was man so mag. Und die anderen Wände, die streicht man oder tapeziert man ganz einfach. Das ist aber mit 28 die Wände noch mit Poster zuzukleben. Nee, macht man einfach nicht. Bad ist ja gefliest. Ja, der Putz ist zum Beispiel bei mir da im Arsch gewesen. Ich hatte da wirklich so ein, so ein Loch da in meiner Wand gehabt und ich hatte mehrere Monate erst gar nichts daran gemacht. Und dadurch ist zum Beispiel einfach mit einem Poster verdeckt, weil ich dachte, das ist in meinem Zimmer, das sieht sonst keiner. Das ist für mich, ist ja privater Raum. Ja, 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 so meinte ich das eher, das zu verdecken. Solche Sachen meine ich. Nee, ich habe ja gesagt, ich habe das selber alles verputzt.
beziehungsweise ja, mit meinem Kumpel zusammen verputzt. Und dadurch ist ja die Wand jetzt alles in Ordnung. Ich habe jetzt nur ein paar Tage gewartet gehabt, bis es endgültig getrocknet ist, aus Sicherheitsgründen halt, weil, ne, die Leute sagen zwar immer, dass bei mir alles vergammelt ist, stimmt aber gar nicht. Mm. Aber eben genau das ist der Grund, ja. Wenn ich da jetzt über eine feuchte Wand, die vielleicht bloß einen Tag oder was getrocknet ist, aber immer noch feucht ist, halt, weil verputzt, ich da ein Poster drüber hänge, dann fängt es da drin hinter halt an zu gammeln und zu schimmeln. Und das will ich halt nicht, logischerweise. Klar, und deswegen habe ich das dementsprechend auch gemacht. Du hast ja jetzt, glaube ich, auch ab und zu das Fenster offen oder so. Und wenn man ja lüftet, dann fängt das ja auch nicht an zu schimmeln. Also, das ist ein Irrglaube, dass das daher kommt. Der eigene Decke schimmelt, also, oder hat geschimmelt. Also Schimmel, man muss ja dazu wissen, wie Schimmel überhaupt funktioniert. Also Schimmel, es gibt verschiedene Arten von Schimmel, muss man dazu sagen. Oh, aber der Großteil der Schimmelarten, vor allem die im Haus dann anfangen zu schimmeln, oder halt anfangen zu wachsen, weil Schimmel wächst, ja, es ist ja ein Pilz quasi. Oder geht glaube ich, in die Richtung Pilz, wie auch immer. Das heißt ja Schimmelpilz. Ja, genau. Und Schimmel oder Schimmelpilz ist ja in erster Linie, wächst es gerne an dunklen, feuchten Orten. So. Und wenn du nicht lüftest, ist das halt meistens, also nicht immer, es kommt halt auf den Raum an, aber wenn du zum Beispiel eine Flüssigkeit, wenn du mal, keine Ahnung, du schüttest mal versehentlich an eine Wand ein Bier aus oder sonst was. Oder es fliegt mal eine Flasche durch die Gegend und an die Wand. Ist jetzt ein banales Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Die Wand ist nass und dann seid ihr zum Beispiel im Urlaub eine Woche oder was und habt da die Wand und habt nicht gelüftet oder irgendwas. Und dadurch, dass die Wand dann feucht ist, kann es anfangen, da zu schimmeln. Vor allem, wenn du es dann nicht, wenn du heimkommst, gleich merkst und alles und bist eine Woche im Urlaub gewesen oder was, dann kann es schon passieren, dass dann Schimmel wächst. Wenn du lüftest dagegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, außer du wohnst jetzt an einem sonderlich feuchten Ort, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du lüftest, trotzdem höher, dass es trocknet und dass es dadurch eben keine Schimmel gibt. Und dadurch, dass ich bei mir fast überall und immer lüfte, ja, also bei mir unterm Tag ist bei mir immer, ja. Und auch zwangsweise lüftest durch fehlende Fensterscheiben, ja. Meine Fenster rechts neben mir, außer ich bin am Aufnehmen oder Streamen im Normalfall, weil es dann zu problematisch ist, wie ich am Wind, wenn es zu windig ist, weil ich an einer sehr windigen Stelle hier unten sitze. Das Fenster hinter mir, das Fenster im Schlafzimmer, die Tür in das Zimmer hier, die Fenster im Badezimmer, die Fenster in der Küche, beide, beide Fenster im Trainingszimmer und die Haustür sind bei mir offen. Und meistens sind dann oben die Fenster noch gekippt in den Räumen. Heißt im Klartext, bei mir pfeift eigentlich immer der Wind durch und es ist eigentlich immer, wenn es nicht warm ist, auf jeden Fall schön, es zieht ja der Wind durch und das Zeug kann leichter trocknen. Und deswegen ist bei mir die Wahrscheinlichkeit, zumindest im Erdgeschoss und im oberen Stock, dass es schimmelt, sehr unwahrscheinlich. Wenn ich irgendwo im Haus Schimmel habe, dann gehe ich höchstens davon aus, dass es im Keller der Fall ist. Weil da ist es genau perfekt für den Schimmel eigentlich. Weil guck mal, du hast ja sehr viel Platz eigentlich, was jetzt die Scheune, das alles angeht. Du könntest ja so gesehen, weil du ja jetzt schon sich einige kennen, auch von den anderen YouTubern hier und da, könntest du auch so gesehen wirklich mal sowas wie eine Convention aufziehen, wenn andere mithelfen, dass mehrere YouTuber dahin kommen würden. Also sowas wie eine Gamescom, so eine zweite, meine ich. Du hast ja gesagt, du wolltest das mal... Dann erzähl mir mal, welche YouTuber ich einladen soll. Alblali? Nein, ich meine jetzt Alblali, nicht Alblali und typ, sowas. Ja, warte mal. Alblali? Der Typ, der mich hier grundlos als arrogant bezeichnet, obwohl er mich als Person überhaupt meine nicht kennt. Meine ich Alblali. Ich meine auch nicht, ich wollte nicht das sagen. Das ja, meinte ich nicht. Dann, wie wäre es mit Dorian oder Imp oder irgendeinem anderen? Nicht. Nein, pass auf, Quatsch. Das Problem ist, wenn schon so Leute wie Alblali und Gronkh sowas über mich sagen, obwohl sie mich überhaupt nicht kennen, dann wird auch kein anderer kommen. Kleinere YouTuber, ja, viele halten mich für arrogant, weil ich immer sage, dass ich mit größeren YouTubern was machen will, als ich bin. Weil du dich an denen hochziehen willst. So einfach ist das. Das Problem ist, und das habe ich immer wieder schon gesagt, und viele, denen ich das immer wieder erkläre, die sagen auch, das stimmt und das ist logisch. Wenn ich YouTuber nehme, die kleiner sind als ich, haben die oft das Problem, dass die mit dem ganzen Hate, der auf einen Schlag auf sie zukommt, und der wird kommen im Normalfall, nicht damit umgehen können. Ja? Diese Leute werden auf jeden Fall kontaktiert werden, wenn sie mit dir zusammenarbeiten würden. Und die Leute würden diese YouTuber darauf aufmerksam machen, was für eine Art Mensch du bist. Dass du Leute einfach nur ausnutzt,
belügst und betrügst. Das ist alles. Wie dann diese Leute mit diesen Informationen umgehen oder mit den Leuten, die ja da die kontaktieren, das ist dann wieder eine andere Sache, Rainer. Aber die werden ja nicht automatisch dann gehasst, nur weil sie mit dir irgendwas machen. Ne? Aber sie werden halt auf jeden Fall kontaktiert, das stimmt. Achso, ja. Bei größeren YouTubern ist zwar die Wahrscheinlichkeit auch, ist sogar noch wahrscheinlicher, dass die Hater abkriegen von mir, aber im Gegensatz zu denen, die kleiner sind als ich, haben die eine große und auch eine gefestigte Community. Wenn ich mit jemandem Videos mache, der 500.000 oder mehr Abonnenten hat, Entschuldigung, wenn es mir an Bescheidenheit mangelt, ich sage das immer wieder gerne, den Satz, das ist mein Lieblingssatz, aber ich bin meines Erachtens nach, ihr dürft mich gerne unterbrechen, falls ich mich täusche, ich bin meines Erachtens nach ungefähr auf dem Größenstatus von 250.000. Doch, glaube ich. Ich sag dir auch warum. Ich habe nicht so viele Abonnenten, das ist richtig. Mhm. Aber ich habe ungefähr, oder hatte, muss man jetzt dazu sagen, hatte, so viele Aufrufe jeden Monat, obwohl ich vor allem in den letzten Monaten, bevor ich meine Videos endgültig gelöscht habe, hatte ich so viele Aufrufe jeden Monat, obwohl ich überhaupt keine Videos mache oder nur einzelne Videos kamen, dass ich sagen muss, dass das definitiv weit, und ich meine wirklich nicht nur 50.000 mehr, sondern wirklich weit auf mindestens 200, wenn nicht 250.000 hinauskommt. Weil ich habe zu meiner besten Zeit 1,5 Millionen Aufrufe monatlich gehabt. Und jetzt kommt's. Meine beste Zeit war nicht, als ich noch 200 Videos hatte, sondern als ich 4 Videos auf dem Kanal hatte. 4. Das war meine beste Zeit. Und da habe ich so viele Aufrufe gehabt. Ja. Ich meinte jetzt eigentlich eher bei den Wenn ein Kanal größer ist, dann zieht er auch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Einfach deswegen, oder auch wenn ein Kanal aktiv ist, zieht er mehr Aufmerksamkeit auf sich, weil YouTube das so bewertet. Ja? Die sehen, der Kanal ist da, also stellen sie den Kanal oder listen die Videos höher. Ja, das stimmt sogar tatsächlich. Also der YouTube-Algorithmus bewertet einen Kanal, der natürlich der geklickt wird, höher ein und teilweise schaffen die das dann in die Trends. Sicher. Und dem Algorithmus ist es auch so ziemlich egal, ob diese Interaktion mit diesem Video oder dem Kanal negativ oder positiv ist. Da macht er meines Wissens keinen Unterschied. Also auch wenn da bei Rainerle unter den Videos die Kommentare alle negativ sind, jeder einen Daumen runter gibt, das ist dem Algorithmus egal, der sieht, da passiert was und dann listet er das Video höher ein. Und deswegen ist es ganz wichtig, keine Klicks dem Drachen, keine Interaktion mit dem Kanal, na? Denn daran verdient Rainerle Geld. Bei mir, wenn ich das Video bei mir hochlade, wie viel hast du gesagt, hat es, also ich mach das nicht, aber wie viel hat das Video aktuell, sagst du? 556.000. Mein beliebtestes Video, das allerbeliebteste, was ich jemals hochgeladen hat, hat 138.000 und ein paar zerquetschte. Mhm. 138.000. Und es war nur ein Video. Ich hatte aber jetzt mehrere Videos, wo ich auf teilweise, ich war auf mit bestimmt 10 oder 15 Videos, war ich auf, na gut, ist vielleicht übertrieben, 5 oder 6 Videos waren das. Da war ich bei allen auf über 100.000. Verstehst du? Wenn der Kanal aktiv ist und auch wenn der Kanal weiter Videos hochlädt, dann wird er anders gerankt und dadurch wird er von mehr Leuten gesehen. Dadurch, dass YouTube ihn höher stellt, sehen ihn mehr Leute. Schau dir mal viele. Ja, aber jetzt kommt's. Das Video, von dem du da redest, das habe ich bestimmt schon, bevor der das hochgeladen hat, habe ich das damals, weil mir das sehr auf den Sack gegangen ist, habe ich das immer wieder versucht zu löschen und habe das bestimmt 10 oder 20 oder 100 Mal gelöscht oder löschen lassen. Das heißt, im Klartext, sagen wir mal, der Kanal hat es 3-4 Mal hochgeladen und ich habe das im Laufe der Jahre immer wieder mal gelöscht. Ich weiß leider nicht, welches Video er meint. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es noch raus. Und dann halt zu Schluss gar nicht mehr gelöscht oder löschen lassen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weil mir das einfach Zeitverschwendung war. Dann hat er also quasi nicht
sagen wir mal, ich habe es immer bei ungefähr 20, das war ungefähr meine Grenze, immer ungefähr 20.000, weil ich gedacht habe, es tut schon weh. Ungefähr 20.000 habe ich immer so als Grenze genommen, um die Videos zu löschen. Damals zumindest, als ich es noch gemacht habe. Und sagen wir mal, ich habe das viermal bei dem auf dem Kanal, nur als Beispiel, bei dem auf dem Kanal gelöscht. Und er hat jedes Mal 20.000 gehabt. Klar, es können immer wieder dieselben 20.000 gewesen sein. Aber selbst wenn nicht, oder sagen wir mal, nur 10.000 davon sind immer neue gewesen. Und ich habe es viermal gelöscht. Und wie viel? 4.000. Und jetzt rechne ich es jetzt mal auf die 1.000 nochmal dazu. Dann sind es schon mal 9.000. Oder sagen wir mal, überschlagen 100.000. So, und das jetzt nur auf dem einen Kanal. Jetzt hat der aber nicht viele. Das hat er aber alles nur deswegen, weil er die ganzen Klicks durch mich generiert. Und jetzt ist genau der Punkt, den ich seit Jahren sage. Die ganzen Hater-Kanäle da draußen. Es gab, oder ich weiß nicht, weil ich mache ja aktuell nichts mehr, aber es gibt, glaube ich, bis heute keinen Kanal, der meine Videos auf seinem Kanal hat, der größer ist als mein Kanal. Ja, Rainer, weil du ja auch Abonnenten dazugekauft kriegst. Von wem auch immer, von dir selber oder was weiß ich. Das sieht man ja. Also der ist ja immer, teilweise donnerstags, immer um 1.000 Abonnenten angewachsen. Ganz merkwürdig. Von den Abonnenten her. Und auch von den Aufrufen her. Zumindest, als ich noch die Aufrufe gemacht habe. Ne? Mach ja nichts mehr. Folglich bringt es denen einen Scheißdreck. Hätte ich dieses Video auf meinem Kanal noch, dann hätte ich auf dem Video, keine Ahnung, kann man jetzt sagen, ja, ich schätze mal 300, 400.000, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Ich kann es ja nicht sagen, weiß man ja nicht. Ich stecke in meinen Gaming-Kanal mittlerweile von den Videos und von der Zeit. Selbst wenn einmal einen Tag keine Videos kommen, kommen am nächsten Tag zwei oder sogar drei Videos oder mehr. Also ich stecke in meinen Gaming-Kanal viel mehr Zeit rein, einfach weil ich da wieder Spaß dran habe. Auf dem Hauptkanal habe ich viel, viel, viel mehr Zeit ursprünglich verbracht, aber habe mittlerweile einfach viel, viel weniger Interesse dran, weil ich auch einfach A, keinen Bock mehr habe. Ich rede nicht mal nur von den Hatern, ich rede auch allgemein von dem ganzen Spaß, den mir der Kanal macht. Meine Güte, dieser Monolog. Klar macht dir dieser Kanal, dieser Let's Play-Kanal jetzt mehr Spaß, weil du dich ja nur hinsetzen musst und da einfach ein Videospiel spielst. Bei deinem Drachenlord-Kanal oder Drachenlords-Kanal hast du ja tatsächlich Videos produziert, in Anführungsstrichen, die auch ein bisschen Arbeit beinhalten. War nicht viel, aber in deinem Maße. Und jetzt lehnst du dich halt einfach zurück und produzierst nur diese Gaming-Videos, die kein Mensch sehen will, weil unfassbar langweilig. Der Hauptkanal war ursprünglich ein Tanzkanal. Es war einfach nur ein bisschen zum Tanzen, ein bisschen zum Feiern, ein bisschen zum Kumpels abgehen. Und er hat sich im Laufe der Jahre einfach so hochgeschraubt. Später habe ich dann so halbwegs so mehr schlecht als recht versucht, ein bisschen an den dunklen Parabelritter ranzukommen. Wobei, als ich damals das Video über Warg gemacht habe, falls sich noch jemand erinnert, weiß nicht, wer schon so lange dabei ist. Warg? Ja, ich habe ein Video über Warg gemacht damals, mit deren Einverständnis übrigens. Ach, ich dachte jetzt Waage. Nee, also Warg. So. Warg, die Band, die Pagan-Band. Ist mir auch weit lieber. Für die Fans nur bedingt. Also für die Fans nur bedingt. Es ist richtig, dass auch viele Fans dadurch natürlich abspringen oder keinen Bock mehr haben, weil halt viele halt kein Ding anschauen, kein Gaming oder halt sich für Gaming nicht interessieren oder halt für das Gaming nicht interessieren, was ich mache. Aber es gibt auch viele, die mich entweder nur deswegen weiterschauen, weil es halt ich bin, oder es gibt halt viele, die mich die halt das schauen, weil halt die Spiele das interessiert. Und da gibt's genug. Da gibt's genug, wenn man sich die Kommentare anschaut. Also ich gucke mir eher Folgen an, wenn die halt nicht so eine halbe Stunde oder 40 Minuten lang gehen. Naja, 22 Minuten gehen die Folgen normalerweise. Es gibt schon mal Folgen, die einzeln mal ein bisschen länger gehen, ja. Weil ich da oft mal verpeilt habe oder so. Aber im Normalfall gehen die alle nicht viel länger. Viele haben halt auch nicht viel Zeit, jetzt sehe ich. So, deswegen bin ich mal eine 40-Minuten-Folge anzugucken. Deswegen bin ich von 22, von 30 Minuten, ich habe ja ursprünglich 30 Minuten gemacht. Und von 30 Minuten bin ich ja auf 22 zurückgegangen. Zum einen, und ich bin auch von Facecam auf, ich bin ja von 720 auf 1080 gegangen. Dafür bin ich von der Facecam weggegangen, damit ich weniger Speicher brauche für die einzelnen Daten oder Dateien. Dann bin ich auf die. Dann habe ich auf die 30 Minuten verzichtet, sondern bin auf 22 zurückgegangen. Ja, und ist 22 eine magische Zahl für YouTube?
Keine Ahnung. Wieso 22? Im Normalfall sind jetzt alle Folgen 22 bis 25 Minuten lang. Mhm. Vielleicht mal 26, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Es haben auch viele, also ich habe das jetzt manche hier in diesem, auf diesem Teamspeak beispielsweise sagen hören, dass du bei den Let's Plays, dass viele das nicht so gerne gucken, weil es meistens dann ist, dass du, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also du redest ja darüber, dass du die und die Sache zum Beispiel im Internet dann gefunden hast, was man besser jetzt machen kann im Spiel. Aber ich stimmt glaub, überhaupt nicht. Es echt gibt nicht? Es gibt nur ein oder zwei Spiele, bei denen ich überhaupt im Internet was nachgegoogelt habe. Und das ist ja, nur, wenn ich da schon eine Stunde oder was am Rumzocken bin und drei Parts oder was immer das Gleiche mache, damit ich nicht immer das Gleiche mache. Aber das ist vielleicht in den ganzen Spielen vielleicht ein oder zweimal vorgekommen. Ja, ich mag... Rainer, der hat immer an diesen Rätseln versagt. Selbst die einfachsten Rätseln hat er nicht lösen können. Da musste er googeln. Ja, danke. Ich wollte jetzt nur gesagt haben... Es gibt ja zum Beispiel andere, die sprechen auch teilweise immer Dinge, die haben so gar nichts einfach mit dem Spiel zu tun. Weißt du, was ich meine? Kommen so auf die ulkigsten Themen teilweise. Soll jetzt keine Provokation sein oder sowas jetzt. Ich meine das jetzt ernst. Gronkh zum Beispiel tut es auch. Also einer von vielen, der es auch macht. Und es gibt ja auch noch beispielsweise German Let's Play und sowas. Die machen das ja alle. Und du könntest ja vielleicht dann zum Beispiel auch so vielleicht so Tagesthemen ansprechen, während du spielst. Weißt du, was ich meine? Moderieren beinhaltet ja auch teilweise die Essenz dahinter, dass du nicht nur, weißt du, dass das nur ein Werkzeug ist, dass du spielst, um die Leute zu bannen. Weißt du, was ich meine? Dass die irgendwie gebannt sind am Anfang und dann redest du über andere Sachen. Weißt du, was ich meine? Wie viele Folgen? Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Rainer des Let's Plays sind halt stinkend langweilig. Weil Rainer sich immer nur dahinsetzt und keine Unterhaltung bietet. Was ist das Problem? Und wie viele verschiedene Let's Plays hast du von mir schon gesehen? Bis jetzt 5. Ich weiß aber auch nicht mal, wie die heißen, weil ja immer wieder was Neues kommt. Also 5 Folgen von verschiedenen Spielen oder nur 5 Folgen von einem Spiel? Warte mal, ich glaube, das waren 2 Folgen von einem Spiel, eine von einem anderen und dann wieder 2 von noch einem anderen. Ich glaube, so war das. Und du hast den Eindruck, dass ich in den Spielen immer nur über das Spiel rede. Ich habe eher gemeint, was die sagen, die hier noch sind. Das haben andere gesagt. Ich teile zum Teil die Meinung, nicht komplett, aber hier und da ja auch. Nee, es geht jetzt nur darum, dass ich jetzt richtig verstehe, auf welchen Punkt du hinaus willst. Also du meinst, oder? Hat er doch gesagt, Rainer, du bist nicht unterhaltsam in den Spielen. Du willst darauf hinaus, dass die Leute sagen oder auch du teilweise denkst, dass ich im Spiel selber nur aufs Spiel eingehe oder nur übers Spiel rede, aber nicht über Sachen, die zum Beispiel außerhalb des Spiels passieren. Nicht, ja, was heißt nur viel? Sagen wir viel, übermäßig, ja. Also ich rede überwiegend übers Spiel. Die Sache ist, dass ich keine Gameplays mache, wie zum Beispiel German Let's Plays. Ja. German Let's Play. German Let's Play macht Gameplays. Das kannst du mit einem Let's Play nicht vergleichen. In einem Spiel rede ich übers Spiel, weil es ums Spiel geht. Da die Facecam habe ich übrigens aus 2 Gründen rausgemacht. Einmal wegen dem Speicher und einmal deswegen, weil ich gefunden habe und auch heute noch finde, dass in Spielen oder auch in Let's Plays vor allem, dass das viel zu viel vom Spiel selber wegnimmt. Jein. Ich finde Facecams auch teilweise in Spielen kontraproduktiv, wenn es wirklich nur um das Spiel geht. Aber ich kann auch teilweise verstehen, wenn man Facecams hat, dann möchte man natürlich auch die Reaktion des Spielers auf ein paar Situationen sehen. In Horrorspielen finde ich Facecams vollkommen okay. Zum Beispiel bei Jumpscares oder ähnliches oder auch bei anderen Spielen teilweise. Also das nimmt zu sehr den Fokus aus dem Spiel. User joined your channel. Und das ist genau der Punkt. Deswegen, im Spiel geht es halt ums Spiel. Also zum Beispiel Ark. Bei Ark rede ich sehr, sehr viel auch außerhalb des Spiels über irgendwas. Also wie passend. Gestern hat Rainer einen ARK-Server gemietet. Oder war es vorgestern? Ich glaube, es war gestern. Der ist vorgestern. Ich komme mit den Zeiten gerade durcheinander. Ich glaube, vorgestern hat Rainer einen ARK-Server gemietet. Welche Prioritäten setzt man nicht, wenn man sein Auto verloren hat, seinen Führerschein verloren hat, sein Haus verloren hat, irgendwo in einem Hotel sitzt oder hockt und da
auf was auch immer wartet. Auf jeden Fall hat er sich einen ARC-Server gemietet. Dann ist die IP öffentlich geworden von diesem Server. Und oh, welch Wunder. Es hat nicht mal 2 Tage gedauert, dann war dieser Server schon wieder offline. Rainer hat diesen Server verloren und er hat laut eigener Aussage auch diese Anzahlung von 50 Euro verloren. Kleine Ausschweifung aus dem Jahre 2022. Also da rede ich nicht nur ums Spiel oder so, weil es ein Spiel ist, wo ich auch sehr viel Zeit habe, wenn ich zum Beispiel was farme. Mhm. Bei Astronia ist es genau dasselbe. Bei Slime Rancher habe ich jetzt nicht mehr unbedingt im Kopf, um was es geht, aber das ist dasselbe. Yonder war es jetzt noch nicht der Fall. Ja. Aber zum Beispiel in Divinity habe ich sehr viel auch schon über meine Erfahrungen über das Spiel gesprochen. Wie das damals im ersten Let's Play war, habe ich da öfter mal angesprochen und so weiter und so fort. Ja, und ich habe halt da auch sehr viel Wert drauf gelegt bei Divinity, weil ich weiß, kanntest du Divinity zum Beispiel? Oder kennst du Divinity? Ja, aber das ist doch genau der Punkt, den der werte Herr hier anspricht, Rainer. Du redest nur über das Spiel, anstatt auch mal wirklich über Alltagssituationen zu reden, was so bei dir passiert. Klar, Thema wird Hater sein, aber das wollen die Leute halt hören. Die wollen dich nicht beim Spielen sehen. Richter, die wollen dich nicht sehen, wie du ein Spiel spielst, sondern die wollen halt zu deinem Leben was wissen. Ja, ich glaube, kann sein, dass ich es mal bei dir den Namen vielleicht mal auf dem Kanal gesehen habe. Aber außerhalb von mir nicht. Nein. Genau. Und Divinity ist eigentlich ein ultra geiles Spiel. Und das finde nicht nur ich, sondern das finden viele, die das Spiel kennen oder auch sehen, immer wieder mal und die es plötzlich neu entdecken. Ja. Aber Divinity ist, warum auch immer, holy shit, total unbekannt. Es ist eigentlich eines der Spiele, das untergegangen ist irgendwo, finde ich. Wie heißt es nochmal? Ich habe es nicht verstanden. Divinity 2. In dem Fall ist es jetzt Divinity 2 Dragon Knight Saga. Aber es ist jetzt quasi, die Dragon Knight Saga besteht aus 2 Teilen. Es besteht aus Divinity Ego Draconis und aus Divinity Flames of Vention. Flames of Vention fängt da an, wo Divinity Ego Draconis endet. Und die Dragon Knight Saga sind quasi beide Spiele in einem Spiel. Es ist aber kein DLC oder keine Erweiterung, wie bei zum Beispiel. Es ist aber keine Erweiterung oder ein DLC, wie zum Beispiel bei. Das ist doch nicht total untergegangen, Divinity. Das kenne ja sogar ich. Und ich habe mit diesen Online, mit diesem, was ist das? Rundenbasierten Fantasy-Spiel, Rollenspiel, eigentlich so wirklich gar nichts am Hut. Aber untergegangen ist das meines Wissens nicht. Es ist halt sehr speziell. Die Zielgruppe ist halt speziell. Aber ich würde sagen, in dem Genre bekannt. Diablo und Diablo Reaper of Souls oder so, sondern es sind wirklich 2 eigenständige Spiele, die zwar das gleiche Spiel sind, aber halt quasi storytechnisch auch direkt nacheinander spielen. Also es fängt wirklich da an, wo es endet. Und es ist quasi einfach eine Fortsetzung davon, aber trotzdem, weil Divinity und Divinity 2 und Divinity 3 sind alles 3 verschiedene Spiele mit einer anderen Story, aber Divinity 2, Ego Draconis und Flames of Vengeance sind 2 Spiele, die quasi den gleichen Namen teilen. Das ist quasi wirklich einfach eine Fortsetzung im 2. Teil von Divinity. Also es ist quasi 1, 2, 3, 4 gibt's alle. Bitte ein Themawechsel, das ist schrecklich. Mhm. 3 Teile gibt's derzeit von Divinity an sich. Ja, guten Abend zusammen. Hallo. Guten Abend. Erinnert mich gut. Ein bisschen an Skyrim. Moinsinn. Ja, schon morgen. Ja, ein bisschen an Skyrim erinnert's auch, aber im Gegensatz zu Skyrim jagt man da keinen Drachen, sondern verwandelt sich in einen. Ist auch nice. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich so geil finde. Du bist kurz vorm Sterben, scheißegal. Spring von der Klippe, verwandle dich in einen Drachen und flieg weg. Also wie American Dragon so ungefähr. Ja, schon ein bisschen was anderes. Drache erwache. Und bessere Grafik vor allem. Drache erwache. Ah, schön. Gut, das danke für diesen Lacher. Wir sind weit gekommen. Meine Güte, das Video geht schon wieder 2 Stunden 39 Minuten. Wir sind in dem Discord Classic von 2017 jetzt bei 10 Stunden 15 Minuten 46 Sekunden angekommen. Da machen wir das nächste Mal weiter und dann haben wir es hoffentlich bald hinter uns. Das ist
Was ein Marathon. Meine Güte. Gut. Ihr Verrückten, für alle, die es bis hierher geschafft haben, ganz viel Liebe. Ja, danke, dass ihr das euch mit mir angetan habt. Ich wünsche euch alles Gute. Erstmal Medal of.